Ja, grüßt euch, Burm. Heute sind wir hier wieder mit dem Vollkorn-Jesus beim guten alten Sexisten-Stammtisch am Start. Und Yes. heute klären wir eine sehr pikante Frage. Und zwar, was ist Sexismus und was ist Frauenhass? Weil ich finde, dafür muss es eine Definition geben, weil diese Dinge existieren ja in der Welt. Trotzdem werden sie aktuell von bestimmten Seiten der Gesellschaft als, ja, wir leben in dieser unterdrückenden Gesellschaft des Patriarchats und alles, wo unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, ist sozusagen immer der strukturellen Unterdrückung zuzuschreiben. Und was für mich der Auslöser letztendlich mal war, warum ich auch gesagt habe, hey komm, wir nennen uns jetzt einfach so toxisch hier, war, ich habe eine Werbung vom Drogeriemarkt gesehen und da war halt eine Frau, die sich einfach schminkt. Und da haben sie ihr einen Bart angemalt und haben daneben F Sexismus geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja absolut lächerlich, wenn du, wenn irgendwo keine gleichen Ergebnisse rauskommen, dass man dann sofort in Kniereflexreaktion sagt, das ist sofort wieder das Klischee. Oder wenn nur jetzt wie beispielsweise bei uns im Westen die Geschlechter noch mehr ihren Geschlechterstereotypen, Präferenzen nachgehen bei Jobs und so weiter. Was ja eigentlich genau gegen dieses sozialkonstruktivistische spricht, dann sagen sie, ah, ja, da müssen wir noch genauer hinschauen, weil da ist noch, das Patriarchat ist noch perverser geworden, obwohl man mehr Gleichberechtigung hat, weißt? Und das ist halt dieser, im Englischen sagt man shifting the goalpost, dass man, wie so eine UFO-Verschwörung, ist ja auch sehr postmodern mit dem Foucault, der sagt ja, die Gesellschaft ist so ein Machtgitter. Und du kannst ja eigentlich, es wird nicht falsifizierbar, sagt man. Es gibt keinen Punkt, wo das Patriarchat aufhört zu Ja, existieren. richtig, genau. Und das Schockierendste dabei finde ich, dass das vor allem bei uns immer mehr Anklang findet und sogar staatlich subventioniert wird. Solche Seiten, wie wir auch hier eine entdeckt haben, nämlich der Begriff Sexismus wird hier genauer beleuchtet. Und ich würde sagen, das lesen wir uns jetzt mal durch. Weil das ist sehr spannend, dass man hier auch wieder den Postmodernismus sieht. Also, das bezeichnet die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in einer männlich dominierten Gesellschaft. Also, das ist eine Prämisse, die wird Das ist, ja. ja, das wird schon von vornherein dargestellt. Genau. Sexismus gibt es nur von Männern gegen Frauen, beziehungsweise generell Sexismus gegen Frauen. Ja. Weil Frauen, das ist, können wir später noch drüber reden, Frauen sind ja angeblich dann auch sexistisch gegenüber Frauen. Ja, schon. Und da sind auch die Männer dran schuld. Ja, genau, das hat man gestern ja auch. Ja, Ja, und richtig. das nennt man, den rhetorischen Trick nennt man begging the question. Also das ist schon mit der Konklusion, das ist Das, so. genau, das ist ja das, was ich immer als Vordefinition Ja, bezeichne. Da ja. werden mit, da wird mit tendenziösen Vordefinitionen. Der Punkt ist, alles ist vordefiniert immer. Also alles, was Menschen sagen, alles, was die Theorien, die im Hintergrund stehen von Anwendungen, alles, was wir im Alltag machen, das ist immer vordefiniert. Natürlich, weil es an Grundannahmen hängt. Und man kann die auch je nach aus Perspektive, ne, wenn, je nachdem, was ich machen will und so, kann ich andere setzen. Also das heißt, die Definition ist immer random und ich kann sie immer irgendwie setzen. Aber das Problem ist, das ist halt schon mal verabsolutiert von vornherein. Also es gibt quasi keine andere Möglichkeit. Und da reden wir ja später nochmal kurz mit dem Postmodernismus drüber. Also da sieht man eben, es ist alles so lang relativ, außer manches. Ja, klar. Außer das, was nützlich ist. Ja, genau. Und es, hier schreiben sie auch weiter, zeigt sich Sexismus jedoch vor allem in der Abwertung und Marginalisierung von Frauen, Transpersonen und Weiblichkeit im Allgemeinen. Cis-Männlichkeit, ja, weil die sagen ja, Cis sind die Ja. Männer, die so geboren sind, aber jetzt Und auch sich auch das, so sehen. genau. Ja. Aber das ist ja auch wieder eine interessante, implizite Behauptung, dass du biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht komplett Getrennt ist, ja, trennen genau. kannst. Aber normalerweise sieht man das eher so, ja klar gibt es da Nuancen und man sagt ja auch Mannsweib, keine Frage. Aber trotzdem, wie ich oftmals sage, ist die Biologie oftmals der Nährboden, aus dem sich das dann alles entwickelt. Weil du kannst ja nicht diese Sachen aus dem Äther aufbauen, weißt du, ich meine, Ja. das existiert ja nicht. Alles hat eine Ursache und alles eine Wirkung. Und die fangen einfach irgendwann bei der Wirkung an. Vor 6000 Jahren hat Nudelmonster die Erde erschaffen, fertig. Ja. Ja, das Problem ist, sie widersprechen sich ja auch darin, dass sie sagen, das Patriarchat ist ja dann anscheinend eine Summe an männlichen Verhaltensweisen.
Und im Endeffekt ist ja dieses männliche Verhaltens, also das heißt, darin stecken ja zwei Sachen. Erstens Geschlecht und zweitens Gender. Yeah. Das heißt, im Patriarchat fallen dann, ne, deswegen ja Cis-Männlichkeit, fallen ja dann doch Geschlecht und Gender wieder zusammen. Yeah, also das heißt, dann ist es doch getrennt. Also dann im Endeffekt könnte man dann genauso gut sagen, dass eigentlich das Einzige, was das Patriarchat, oder ne, in der Logik stehend könnte man jetzt sagen, dann ist das Schlechte an Männern oder generell das Schlechte, das ist ja die Verallgemeinerung dabei, das Schlechte an Menschen generell ist dann eigentlich, wenn sie ihr Geschlecht genauso setzen wie ihr Gender. Ja, und das nächste ist ja auch, die sagen, okay, in einer männlich dominierten Gesellschaft zeigt sich Sexismus jedoch vor allem in der Abwertung von Frauen. Das heißt also, die implizieren ja immer, dass Männer toxisch sind. Genau. Also egal, wo du Männer aufbaust, immer ist es was Schlechtes. Ja. Aber, und da, wo Frauen sind, die machen das natürlich alles viel besser. Da gibt es ja gar nichts. Und wenn sie was Böses machen, wenn sie andere abwerten, diskriminieren, dann nur, weil sie die patriarchischen Aspekte internalisiert haben. Ja. Und da siehst du ganz klar ein herausgearbeitetes Feindbild, wie auch teilweise bei den Kommunisten. Kapitalisten sind immer böse. Es gibt gar keine Grauwerte, es gibt gar keine guten Kapitalisten oder eine Differenzierung. Es gibt nur den monolithischen Block, Kapitalisten böse oder Männer böse, Frauen gut. Und da siehst du ja schon diese ideologischen Teilaspekte, die sich hier zeigen. Ja, das ist ja im Endeffekt auch, ne? Das ist wieder hier Zweiter Weltkrieg. Wenn ich jetzt eben bestimmte religiöse oder ethnische Gruppen, ne, wie in dem WK2-Beispiel, wenn ich das jetzt vordefiniere, also wenn ich sage, wir haben den Begriff menschenverachtend oder Menschenfeind oder sowas, und dann eben sofort vordefiniere, ja, was heißt denn Menschenfeindlichkeit? Ja, das ist, wenn man dieser ethnischen Gruppe zugehört, ne, da war es halt noch einfacher, ne, das ist jetzt sogar ja schon fast subtil dagegen, aber trotzdem, es ist dieselbe Struktur. Mhm. Ja, man hat dieselbe, man sagt sofort, ja, also diese und jene Eigenschaften dieser ethnischen Gruppe oder diese und jene Eigenschaften der religiösen Gruppe, erstens mal haben die einfach so, das ist nicht weiter bedingt, es ist nicht weiter irgendwie verursacht, ja, weil das ist ja das, was in der Red Pill so schön ist, das kann ja den Hass sogar eher auch auflösen, weil wir sagen ja, ja, Frauen und Männer können beide auf ihren Seiten jeweils nichts dafür, weil es Selektionsprozesse sind, weil es systemtheoretisch ist, was da passiert und weil das halt, ob das jetzt biologisch ist und sozial konstruiert, da sage ich ja immer, dass in meinen Augen ist das ist eigentlich eine Scheindebatte, das gegeneinander auszuspielen, weil es kann alles immer top-down, ja, alles die Soziale wirkt auf die Genetik ein oder es kann alles bottom-up irgendwie, es ist doch biologisch nur und das Soziale ist dann quasi der Output vom Biologischen. Das wird man nie klären können. Aber wir brauchen halt einfach Erklärungsebenen. Und wenn ich halt irgendwie Probleme in der Anwendung habe und sage, okay, dieses sozialwissenschaftliche Paradigma, das da gerade amtierend ist, und Feminismus und so weiter, das blendet eine Seite der Medaille völlig aus, also nämlich das weibliche Verhalten, dann muss ich halt irgendwelche weiteren Erklärungsebenen heranziehen, um das eröffnen zu können, dass man da überhaupt drüber sprechen kann. Und das Problem dabei ist, du kannst ja, hier wird ja ein Normwert gemacht, nämlich Männer, also moralisch sind die dafür verantwortlich, dass es Abwertung gibt. Ja. Und du kannst innerhalb der Gruppe von Männern gar nicht mehr differenzieren. Es gibt nur den Mann und ist dann, es kann keinen Mann in der Opferrolle geben, weil er ist ja Teil des Patriarchats. Und das ist ja die erste Verzerrung. Und zweitens, wenn wir jetzt sagen, okay, Frauen sind hypergam, dann ist es eine andere Ebene, weil es ja eine... Der weiß ja erstmal, und das ist nichts Moralisches. Genau. Wie sie es dann machen, das kann dann oftmals moralisch sein, je nachdem. Ja, also wir können dann in der zweiten Linie über die Moral dahinter sprechen. Wir können dann sagen, finden wir das cool oder nicht? Yeah. Finden wir das jetzt gut oder schlecht? Wollen wir da jetzt irgendwie was dran ändern? Das sei mal dahingestellt. Aber nee, das kann man so sagen. Wollen wir gesellschaftlich sagen, genauso wie man es ja über einen Mann fragt, ne? Der männliche Trieb, sein Verhalten, männliche Gewalt, ne, und so weiter, dieses ganze Zeug. Und sexuelle Gewalt und was auch immer. Ja. Das wird ja alles restriktiert. Mhm. Ist ja auch irgendwo aus gutem Grund, wie du auch mal sagst. Natürlich kann es nicht sein, dass da jemand mit der Keule hinterm Busch wartet und wenn eine vorbeikommt, zack, drüber und der schleppt die da mit irgendwo. Ja. Aber das ist eben auf der anderen Seite, muss man sich halt auch fragen, findet man das als Gesellschaft eigentlich gut, was Frauen tun in ihrem Verhalten, gerade in ihrem Datingverhalten, in ihrem Sexualverhalten und so weiter, ne, das eben weiterreicht. Ja, und da kommt, das hatten wir auch schon öfter im Gespräch,
Der Spielball, das, Frau als Spielball und das Patriarchat, der Mann. Also wenn eine Frau was Schlechtes macht, dann nur irgendwie, weil das Patriarchat wieder seine Finger im Spiel hatte. Also unter Verantwortlichkeit. Genau. Oder auch, dass Frauen eben Alpha-Verhalten selektieren und so weiter. Dass das in jedem Fall, da müssen wir uns als Gesellschaft halt fragen, ob das alles gut ist oder Auflauf, also wenn Frauen da Politikmache gegen Männer machen, im Dating-Game oder wenn ihnen eine halt nicht gefällt, dass sie den dann sozial verbrennen wollen, halt, dass wir damit das, na, wie wir jetzt sagen würden in unserem Paradigma, dass das schlechte Sperma wegkommt, ne, und so weiter, dass das Ja nicht reinkommt. Und solche Sachen, dass dieses ganze Verhalten oder strategischer Pluralismus und so, ob das denn immer eben angebracht ist und ob das immer gut ist, das können wir uns halt fragen als Gesellschaft. Und das Problem ist aber, dass da dann natürlich immer, aber da dann eben natürlich gesagt wird, einerseits wird als Move dann natürlich immer das Triebverhalten der Frau mit dem männlichen Triebverhalten gleichgesetzt, was natürlich der erste Fehlschluss ist. Ne? Ja, Gleichheitswahn, ja. Ja, genau, weil das Problem ist, dann wird immer gesagt, Frauen sind natürlich auch triebgesteuert, aber schau mal, wer vergewaltigt, wer macht dies, wer macht jenes und so weiter. Wer stellt sich über im Alltag und so, diese ganzen Sachen. Wer macht diese toxischen Alpha-Moves und so weiter. Ja, das sind ja Männer. Und Frauen machen das ja gar nicht. Dann sage ich, ja, weil Frauen machen triebtechnisch was ganz anderes als Männer. Das ist ja das, also Toxizität oder Narzissmus zeigt sich ja bei Frauen durch andere Mechaniken, Reputation Destruction, also Rufmord oder wie du vorhin gesagt hast, da wird Politik hinterrücks gegen einen gemacht, der wird dann halt teilweise auch krank zerstört und das wird ja weitaus weniger beleuchtet, weil es ja auch gegen solche Paradigmen wie hier verstößt, ja, dass man dann sagt, das Patriarchat und so, das gibt's, es gibt es gar nicht in dem Paradigma von diesen Kollektivisten, dass sie halt sagen, okay, ja, das geht damit automatisch einher. Genau, es wird ja auch mal im Seminar gewesen, hat die Dozentin super dreist eben auch gesagt, weil ich dann das mit Alpha-Fax, Beta-Bax eingeworfen habe. Und da kam dann gleich, ja, da wird dann schon recht geben, insofern, ja, toxische Männlichkeit wird quasi positiv selektiert von sehr vielen Frauen, aber so nach dem Motto, und dann wird wieder moralisiert, aber das hilft ja nichts, so nach dem Motto, das ist ja deswegen nicht besser. Und so, ja, das ist ein Phänomen. Aber, und das wird natürlich auch wieder zurückgeführt, erklärungslogisch, aufs Patriarchat, weil das Patriarchat natürlich auch dafür gesorgt hat, dass das so ist, dass der mächtige Mann, der ja immer auch schon aus sich selber einfach so heraus, na, das sind wir auch wieder bei der Intentionalität. Letztendlich kann man sagen, sind die empirischen Grundlagen oder die empirisch-theoretischen Grundlagen des Feminismus sind eigentlich, könnte man jetzt insofern als Verschwörungstheorie bezeichnen. Es sitzt irgendwo quasi ein Bill Gates. Ja? Oder eine Gruppe davon. Ja, genau. Ja. Oder irgendeine Elite oder irgendwas, die Kinderblut abzapfen, so nach dem Motto. Ja, also in dem Fall ist es auch, es ist eine Gruppe da. Und das, was es dann zur Verschwörung ja überhaupt erst macht, es wird ja immer in den Medien so dargestellt, eine Verschwörungstheorie ist dann eine, die nicht stimmt. Ja, schon. Das ist ja erstmal so eine Sache, das killt halt jeden Diskurs auch. Ne? Deswegen ist das auch eine dumme Auslegung vom Begriff Verschwörungstheorie. Sondern in erster Linie meint Verschwörungstheorie genau das, es ist eine Verschwörung und ich weiß, dass das so ist. Ja, schon. Also die Verabsolutierung der Intention. Und das ist ja lustigerweise da genauso der Fall. Weil wenn man dann weiterfragt, ja, warum denn Patriarchat? Warum denn? Es ist geschichtlich tradiert, es ist pädagogisiert, also es ist erzogen und so weiter. Aber und zum Schluss kommt es wieder zurück auf, ja, es ist sozial konstruiert. Und diese aber woher kommt diese soziale Konstruktion? Ja, die kommt von alten, weißen, europäischen Cis-Männern, die das alles so wollen, dass das so ist, weil sie eben Macht ausüben wollen. Und dann frage ich, ja, warum wollen denn Männer Macht ausüben? Ja. Auf Frauen, auf X oder Macht haben, in der gesellschaftlichen Hierarchie hoch? Ja, dann sagen sie, ja, das ist einfach so. Die wollen das aus sich selbst heraus. Ja? Genau, und das ist halt das Ding. Dabei wird negiert, also erstens sagen sie, dass die Anziehung der Frau auf diese Marker sozial konstruiert ist. Genau. Und damit haben sie die exakt gleiche Überzeugung wie Erzkonservative, die sagen, Homosexualität ist anerzogen. Genau. Da finden wir schon irgendwas. Ja, genau, ich hau dem jetzt ein paar Mal eine rechts und links ein und dann wird der wieder hetero oder so. Ja, genau. Ja, genau. Und der zweite Knackpunkt dabei ist ja, das habe ich ja noch schon mal beleuchtet, mag ich ja auch noch mal gerne oben, dass das sich ja in allen Kulturen, selbst bei anderen Tierarten wie im Schimpansen zeigt, dass die oberen 40-20% volle Reproduktion haben und die Frauen dann auch sich zu denen hinbewegen, weil sie merken, okay, das ist dann der Ryan Gosling, der Schimpansen und so weiter. Und dann sagen sie, ja, boah, die haben mich doch selektiert, ich war da einfach bloß da. Und halt auch bei diesen Stammen, ich glaube, bei den Pygmäen war das so,
da haben sie dann auch gesehen, okay, unabhängig davon, dass die keinen Kapitalismus haben, haben die dann mit so einem Stockspiel, wer mehr, also das war dann für soziale Reputation äquivalent, wer mehr Stöcke hat, wer mehr vom Stamm akzeptiert wurde, wird wieder mehr von den Frauen selektiert. Richtig. Und selbst in den matriarchalen Stämmen, wo die Frau gleich auf ist oder sogar noch höher, datet sie immer noch nach oben. Das negiert also diese feministische Theorie, Frauen daten bloß reiche Männer, weil die mehr Status haben. Ja. Und dadurch wird sie ja falsifiziert. Aber das geht ja nicht, weil es gibt ja immer noch irgendwo das magische Patriarchat, was alles magisch oder selbst nach dem Foucault, die gibt es jetzt nimmer, aber das Erbe des Patriarchats ist noch weiter bestehend. Ja, genau. Ja, weil es halt sozial weiter getragen wurde, halt genau. durch die gesellschaftlichen Mechanismen, Erziehung, geschichtliche Tradition und so weiter. Genau, ich würde sagen, lesen wir mal den Text nochmal hier ein bisschen weiter. Und zwar, der Begriff Sexismus stammt aus dem Englischen. Im deutschen Kontext gibt es oft das Missverständnis, Sexismus beziehe sich vor allem auf diskriminierende Handlungen. Da merkst du, sie wollen den Individualismus rausnehmen, ja. Also wie es halt eigentlich in Wirklichkeit auch ist und sein sollte, dass man als Individuum ein anderes Individuum aufgrund seiner geschlechtlichen Merkmale ausgrenzt oder halt abwertet oder halt du darfst es nicht machen wegen Geschlecht. Das wollen sie kollektivieren, dass es eine systematische Geschichte ergibt. Und es wird nie deduktiv abgeleitet oder in irgendeiner Art und Weise bewiesen. Was natürlich auch interessant ist, weil wir hatten das ja vorher, da habe ich auch mal, eine gefragt, die auch meinte hier Feminismus etc. Genau, und die auch irgendwas meinte von ja, Sexismus. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, was ist denn Sexismus in ihren Augen? Und dann meinte sie eben, ja, Sexismus ist, wenn, also in ihren Augen ist Sexismus, wenn ein Mensch einen anderen Menschen nur aufgrund dessen Geschlechts anders behandelt. Ja. Das ist natürlich per se witzig, also mal davon abgesehen, dass dann so relativ viele Handlungen sexistisch sind, aber davon abgesehen ist doch der Punkt, dass das ja aber per se auch was ist, was ja der Feminismus im Alltag ja auch fordert. Dass ich quasi als Frau in gewissen Belangen eben, was heißt Sonderstellung habe, aber dass ich eben anders behandelt werde aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Frauen sind besonders stark gefährdet, na, das ist ja auch einer der Grundpfeiler feministischer Kritik und feministischer Debatten, dass Frauen eben sehr häufig Opfer sexueller Gewalt werden oder und so weiter und so fort. Was ja faktisch der Fall ist. Yeah. Da kann man ja gar nichts sagen. Der Punkt ist aber, und dann wird eben weiterhin gesagt, und jetzt auch hier auch Stichwort Femizid wieder, da habe ich auch mal einen guten Artikel gelesen, der zum Schluss nur so meinte, weil da waren wieder ein paar Fälle in England und in Österreich und sowas, wo ein paar Frauen wieder umgebracht wurden von Partnern oder Ex-Partnern sehr häufig natürlich. Und deswegen wird da dann häufig von Femizid aus feministischer Perspektive sprachlich gesprochen. Ja. Und da wurde dann auch wieder gefordert, na, weil eine in der Nacht in der Gasse umgebracht wurde und so in England sowas, wurde da wieder gefordert, dass man da jetzt unbedingt Schritte einleiten muss und so weiter und so fort. In dem Artikel stand dann drunter noch, und nur so als Randnotiz so, und das, obwohl eigentlich Männer, also gerade Mordrate bei Männern ja immens höher ist. Also Männer werden ja viel häufiger Opfer von Gewalttaten per se, also von Mord zum Beispiel oder sowas, als Frauen. Aber das ist ja jetzt so ein Whataboutism, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, das ist ja okay. Aber genau, und jetzt nur ein Punkt ist, auf den ich da raus wollte, ist, dann wird eben geschrien danach, Frauen müssen, und das ist so bezeichnet immer wieder dann, Frauen müssen da besonders geschützt werden, weil die da auch bis, also jetzt vom Femizid mal abgesehen, dass es gar nicht so sein mag von mir aus auch statistisch, aber allein schon jetzt mit der sexuellen Gewalt, da ist es ja statistisch signifikant, ja klar. Aber da wird dann natürlich auch gefordert, ja, Frauen müssen da besonders geschützt werden. Theoretisch wäre das Sexismus. Ja, positiver. Benevolent Sexism, sagt man ja. Das ist ja das Umgedrehte. Also das Ding dabei ist ja, viele wollen da immer ablenken, aber ich denke mir, wenn du wirklich Humanist bist, dann sagst du, ja, diese Straftaten müssen verfolgt und geahndet werden, aber genauso auch bei dem anderen Geschlecht. Weißt du, ich meine, dass man nicht sagt, ja, okay, dass man so eine Art Wunden sammeln macht. Wer hat jetzt mehr Wunden? Bei wem sterben sie mehr weg? Weil das endet, das kann niemals enden. Eine Seite hat immer mehr auf. Sondern dass du einfach sagst, okay, dass du universalistisch rangehst und sagst, nein, wir wollen nicht, dass der andere durch irgendjemanden umgelegt wird. Ja. Und der Knackpunkt dabei ist, sie sagen ja dann auch, wenn der Partner
die Frau oder Freundin umlegt, dass das dann auch ein Frauenhass ist. Dabei kannst du das ja nicht aus der Tat rauslesen, ob der das jetzt, weil dann dadurch sagst du, okay, wenn eine Frau hier umgelegt wird, ist es immer Frauen oder Femi, ist es immer Frauenfeindlichkeit, weil das haben sie auch in dieser Pyramide, zeigt ihr später. Es kann ja auch einfach ein Eifersuchts-Umlegefall sein. Genau, das wird aber sofort rausgenommen. Ja. Das wird wieder nicht weiter empirisiert. Das ist es ja nämlich zählt nur das Ergebnis. Genau, es zählt nur das Ergebnis. Und der Punkt ist, alles, was, da sind wir wieder bei diesem Schema, was ich glaube in einem anderen Video erwähnt habe, diese, der Gamma-Bias als Erkenntnis, also so philosophisch erkenntnistheoretische Struktur, ist ja dieses, ne, bis zum Verhalten hin wird die Frau unbedingt, ja, Frauen sind alle, also Menschen sind ja individuell, und das kann man ja nicht verallgemeinern, das Verhalten und so weiter und so fort. Das heißt auf Deutsch gesagt, da gibt es gar kein Verhalten. Weil nur eine Verhaltenstendenz ist ein Phänomen. Yeah. Alles, was fluktuativ wäre, also wenn ich heute X mache und morgen Y und das und das und das, dann ist das zwar an und für sich pro Tag auch ein Phänomen, aber es ist jetzt nichts, was der Mensch irgendwie wahrnehmen würde, eben als fixes Phänomen, was einem immer wieder wiederkehrt, weil nur das wäre ein Phänomen. Wobei sie sagen dann ja, dass, ja, man muss alles individuell betrachten. Yeah. Das stimmt zwar, aber du kannst trotzdem das Individuum nicht von der großen Masse wegnehmen. Es ist immer beides. Genau. Je nachdem, was ich ja auch machen will in der Aussage und so weiter. Und das ist, was da eben, das ist ja genau identisch mit dem, wie du gerade gesagt hast, dass Männer morden zum Beispiel oder dass sie dies und jenes tun oder sich so und so verhalten und so weiter und das als toxisch dann bezeichnet werden will, ja, das sind allgemeine Phänomene. Das ist so. Männer tun das. Und zwar statistisch signifikant. Ja. Ne? Und das mag ja auch alles richtig sein. Mhm. Ja, dass jetzt eben, ja, in dem Moment, und dann ist es häufig so, dass ein Mann seine Frau umbringt oder sowas zum Beispiel. Mhm. Ja, definitiv. Und das kommt vielleicht auch häufiger vor, als die Frau jetzt irgendwie Gift mischt oder so, ne, so nach dem Motto. Allein das ist ja schon wieder interessant, dass da Unterschiede gibt. Aber der Punkt ist ja trotzdem dahinter, und das wird ja dann sofort als Victim-Blaming bezeichnet, und das sind wir ja sofort wieder bei diesen moralischen Begriffen aus der feministischen Theorie. Victim Blaming, Frauenhass, Sexismus. Mhm. Und Victim Blaming würde ja das dann heißen, wie du ja gerade gemeint hast, mit Eifersucht und so weiter, es wird überhaupt nicht die Frage gestellt danach, was hat denn die Frau eigentlich gemacht? Also jetzt zum Beispiel, weil das ist ja das Problem, dass das ja 100% immunisiert. Das ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mann irgendwie keine andere Möglichkeit sehe, als jetzt irgendwie Gewalt anzuwenden zum Beispiel oder irgendwie auszuholen oder sowas mit der Hand oder irgendwas. Genau, also die Provokation, die eventuell stattfindet, genau, die wird nie mitbeleuchtet, weil das automatisch immer Victim Blaming ist. Genau, und das Problem ist, das soll jetzt natürlich auch nicht auf der anderen Seite immunisieren, dass ich sage, boah, die Frau, die hat irgendwas gesagt, das fand ich ein bisschen doof, da habe ich eine gewatscht. Ja, das, ja. Da muss man natürlich auch aufpassen. Aber der Punkt ist doch, was wir sehr häufig sehen in der, also im Alltag und in der Gesellschaft und was Männern da teilweise passiert, ist halt, geht weit über irgendwie, boah, ich fand jetzt irgendwas ein bisschen doof, hinaus, sondern es ist ja, also es sind ja wirklich signifikante Phänomene, dass Frauen teilweise Männer richtig fertig machen, weil es ist natürlich, und sind dabei ja auch gesellschaftlich psychologische, geschützt. Ja, die psychologische Kriegsführung, ja, vor allem jetzt bei bestimmten Trennungsfällen, unter anderem, wo dann die Frau ultra krass reinprovoziert, weil sie nur diese Reaktion braucht, um zum Beispiel das Kindesrecht zu bekommen oder irgendwas in dieser Art und Weise. Und sowas wird automatisch komplett aus der Argumentation oder Möglichkeit rausgenommen. Richtig. Oder, und dann, oh, das ist aber frauenfeindlich. Nein, das ist, dann werden diese ganzen Maschinen, die Politik, ja? Eben, ja. Und das Nächste ist ja, dann sagen sie zu uns, was ja eigentlich genau dieser postmoderne Neorassismus und Sexismus ist. Ihr seid weiße Hetero-Cis-Männer, also seid ihr zur unterdrückenden Kategorie zu zählen und ihr dürft über sowas gar nicht reden, wie ja, du genau letztens mal erzählt hast. Ja, genau. Wie eine meinte es mir hier mit No Uterus, No Opinion. Genau, der klassische Geschlechternarzissmus, dass man dann auch sagt, okay, hey, okay, Argumente habt ihr jetzt gebracht, aber ihr seid leider die Unterdrücker in dem Kastensystem. Genau. Und eure Meinung darf nicht oder eure Stimme darf nicht gehört werden, weil das ist ja, und ihr dadurch Macht ausübt. Genau, und da ist schon wieder die Tendenziosität drin, weil es ist bereits geklärt, dass ihr die Unterdrücker seid als Männer. Und alles, was auch wir tun, selbst wenn wir was Toxisches machen, was man als toxisch bezeichnen könnte oder was moralisch problematisch ist oder und so weiter und so fort, was man kritisieren könnte, das ist auch von euch letztendlich abstammend, also über soziale Mechanismen und so weiter, dass es vom Patriarchat kommt. Mhm. Und Und der Witz ist eben, man muss aber, gerade für Prävention,
muss ich doch nachfragen, wie ist das ganze kausale Geschehen? Mhm. Nicht nur eben, okay, ach, was, der Mann hat einen Mord begangen oder der Mann hat hier Gewalt angewendet oder was auch immer er getan hat oder so. Oder er hat sie beleidigt. Ne? Das kann man ja runterstufen, jetzt die moralischen Stufen runtergehen, blöd gesagt, bis ins Kleinste und im wenigsten Schlimme, blöd gesagt. Aber im Endeffekt wird halt gesagt, ah, der Mann hat es getan, Punkt. Mhm. Und zwar auch noch gegen eine Frau. Wenn man jetzt aber eben sagt, ja, Moment, die hat mich vorher... also, und das mag jetzt nicht mal nur Trennung sein, das ist ja schon im Dating-Game allein so, ne? Eine hat einen abselektiert und der schießt nochmal hinterher oder so. Yeah, oder er kommt nochmal an oder ist nicht einmal das. Oder selbst so, der hat mir angesprochen. Ich weiß, der hat der Freundin auch schon angesprochen, das ist ein Creep. Dann wird quasi, ne, sozial, dann wird wieder Reputation gesagt, dann wird allen Mädels im Umkreis, boah, passt bloß auf, macht's ja nichts oder mit dem und so, das ist ganz gefährlich. Mhm. Und das ist voll der Creep und was weiß ich. Und, na, also das kann man jetzt spinnen, wie man will, als Beispiele, das kennen viele. Und der Clou ist dann, da muss ich aber gerade aus Präventionsgründen danach fragen, wie schauen denn die Kausalstränge überhaupt aus? Wie kommt es überhaupt zu sowas wie Femizid? Wie kommt es überhaupt zu sowas wie häuslicher Gewalt und so weiter? Ne? Und, oder zu einer Beleidigung von Männern gegenüber Frauen und sowas? Wie kommt es denn da überhaupt dazu? Und dann könnte ich vielleicht finden, aha, in so und so vielen Fällen, das muss natürlich sein, es gibt auch viele Psychopathen etc., wo das natürlich einfach von 0 auf 100 passiert, dass du das einfach so macht und so, yeah, yeah. Gar kein Thema. Yeah. Aber in so und so vielen Prozent der Fällen ist es sicherlich so, dass der Mann vorher Sachen widerfahren ist, weiblicher Seite, der Form soziales Auflaufen lassen oder überhaupt, oder allein psychologische schon so, Kriegsführung. Ja, mundtot machen, also dass der gar nichts mehr zu irgendeiner Sache da äußern kann, irgendein Ausschluss aus sozialen Gruppen, Reputation Destruction, diese ganze das ganze Paket an Politik mache eben. Ja. Ja, aber das ist halt auch interessant, ne? Wenn eine Frau also mit einem Mann zusammen ist, der sie halt richtig terrorisiert und die dann irgendwann aus dem Affekt ausrastet und den umlegt oder so, dann wird dann mit sehr viel Empathie und dann wird es beleuchtet, okay, total Affekthandlung, zum Teil verständlich, trotzdem verantwortlich haltend. Aber wenn es der Mann dann macht, dann ist es natürlich, geht ja gar nicht. Da wird diese Seite, die bei einer Frau Gehör findet, überhaupt nicht beleuchtet. Oder wie bei uns hier in der Nähe, wo ja da auch dieser Fall war, wo die Frau dann den Typen einfach umgelegt hat. Einfach so, ja. Da kommt man dann mit ganz vielen Entschuldigungen und psychologischen Dingen, dass er dann nach 2 Jahren Bewährung rauskommt oder so. Das ist halt auch krank. Der Punkt dabei ist ja auch, man muss es eben auf beiden Seiten. Verantwortlichkeit muss immer beidseitig sein bei solchen Sachen dann. Man muss immer bei beiden Seiten fragen, wer hat eben was gemacht. Mhm. Und für das eigene Verhalten ist der jeweilige Akteur verantwortlich. Ja. Yeah. Und das ist der Punkt. Das heißt eben nicht, dass dann Mord oder Gewalt oder was auch immer, dass das dann legitim ist, schon. Aus moralischer Sicht. Ja, klar. Mord ist dann immer noch schlecht oder das und das ist immer noch schlecht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das ist ja die unbedingte Perspektive, ne? Das ist ja, da schaut man sich die Intention an, ja. Aber die empirische Perspektive auf der anderen Seite, die kennt gar keine Intention, sondern da ist ja für die A zu B zu C, Ursache, Wirkungsdenken. Ja. Und da ist es einfach so, wenn ich dann eben sage, okay, die Frau, die hat den getriezt bis zum Gehtnimmer, hat den was sonst wie vernichtet oder sowas und plötzlich hebt er seinen Arm so nach dem Motto, dann ist es zwar immer nur schlecht, dass er das tut, aber es ist kausal in irgendeiner Form. Was heißt nachvollziehbar? Da sind wir dann schon wieder auf moralischer Sprache, da muss man natürlich auch mal aufpassen, aber es ist auf jeden Fall passiert. Ja, schon. Und deswegen wird ja vor Gericht auch sowas wie der Tathergang erfragt. Deswegen gibt es ja sowas auch wie mildernde Umstände oder sowas wie, oder was ist Selbstverteidigung, was dies und jenes, was ist diesem Menschen vorher widerfahren, dass er diese und jene Dinge dann getan hat. Ja, aber ich, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass man da aktuell auf einen, also ich würde Männern an der Stelle raten, okay, aufklären über, wie schaut psychologische Gewalt von Frauen aus und dann sofort, wenn man da merkt, die ist so eine... Raustreten und no contact, weil klar wird man im engeren Kreis auf Verständnis stoßen, aber vor Gericht oder bei all diesen Sachen ist der Mann immer der Akteur, der Aggressor, genau wegen dieser Rhetorik. Allein drüber zu reden, ist ja dann schon, da merkt schon, oh verdammt, hier sind wir schon an einem ziemlichen... Naja, oh, jetzt fängt er aber an. Jetzt wird er schon fast gewaltsam. Ja, ja, schon. Ja. Oder du darfst ja nicht einmal diese Dynamik aufzeigen, weil sie auch gegen die Staatsreligion verstößt. Ja, und wieder wie bei uns im Thema eben, das ist ja dann Frauenhass, Victim Blaming und so weiter. Ja, genau. Aber ich würde sagen, ja. Kommen wir nochmal zum Text zurück. Und zwar, was ich halt hier auch interessant finde und mal zusammengeschrieben habe, ist ja,
die sagen ja, Formen der strukturellen Unterdrückung im Vergleich zu individuellen sexistischen Feindseligkeiten und individuellen sexistischen Handlungen haben sich trotz weiblicher Emanzipierung immer wieder neu erfunden und reproduziert und fast keine davon wurde dauerhaft aus dem System entfernt. Das ist die Behauptung. Es gibt eine Art Erhaltungssatz des strukturellen Sexismus. Das zweite ist ja, in unserer heutigen Gesellschaft gibt es Strukturen, von denen auch gut situierte Frauen betroffen sind. Also, du, wie vorhin gesagt, du tust nicht innerhalb der Gruppe differenzieren, muss aber nachgewiesen werden. Drittens, gegenwärtige durchschnittliche Ungleichheiten zwischen Geschlechtern sind auf das Vorhandensein eines andauernden strukturellen Sexismus zurückzuführen. Im Gegensatz zu den Folgen des vergangenen Sexismus oder komplett anderen Faktoren wie unterschiedliche individuelle Präferenzen. Wird auch nie mit reinfaktoriert, diese Möglichkeit. Und viertens, die Unterdrückung der Frau hatte absichtlich eine böswillige Struktur und war kein Ergebnis ungünstiger korrelierender historischer Ereignisse, wie zum Beispiel, okay, Pragmatik, Männer haben 40-70% mehr Oberkörperstärke, deswegen gehen sie in die Minen, deswegen kämpfen sie gegen die Feinde, deswegen schauen sie, dass der Staat aufrechterhalten wird, die Sicherheit gegeben ist und die Frau kümmert sich halt allein schon wegen der Pragmatik eher um das Sammeln, Kinder und so weiter und so fort. Und dass sich das dann halt daraus teilweise auch evolutionsbiologisch verankert hat, sowas gibt's ja nicht. Ja, also ich meine, allein schon sowas wie Opportunismus, das wird ja, das ist ja, deswegen ist es ja auch irgendwann, wie du das ja auch in den Videos dann oft sagst, eher als strategischer Pluralismus bezeichnet worden, weil man natürlich auch aus, auch gerade aus Seiten Red Pill, das so ein bisschen das, diese negative Konnotation, was jetzt eben der Opportunismusbegriff halt so ein bisschen mitgeht, dass man das so ein bisschen rausnimmt, das macht ja auch Sinn, weil das ist ja der Punkt, Opportunismus beziehungsweise eben strategischer Pluralismus heißt, ist ja nicht immer was Toxisches oder Schlechtes oder so, das ist ja der Punkt dahinter, genauso wie ja eben toxische Männlichkeit nicht immer so toxisch ist, ja, weil so Organisationsfragen und so weiter und so fort. Und Schutzfaktoren auch. Ja, sowas und so weiter und so fort. Ja, und, aber das Ding ist ja, dass auch bei sowas wie strategischer Pluralismus ist ja gerade im sozialen Bereich super wichtig, weil das ist ja das, was strategischer Pluralismus ist. Ich bespiele die Sozialität um mich herum. Ich bespiele die Gruppe um mich herum. Und im Sinne von gerade sozialen Berufen, Pädagogik, also Erziehung oder Pflege oder was das auch immer sein oder was das jetzt auch immer sein mag, auch Lehre von mir aus und so weiter, dann sind das alles Sachen, wo eben ja Interventionen in die soziale Gruppe hinein getätigt werden. Ja. Und das heißt, ich bin dann als Frau eben hervorragend darin, die soziale Gruppe zu bespielen. Und wenn ich sie jetzt zum Beispiel im Kindergarten oder was weiß ich, da muss ich halt feine, empathische Züge haben, um zu schauen, wer hat aus welcher Intention gerade welches Feeling, wer ist gerade wie drauf, wer hat gerade welche Intention, wer ist mit wem da ein bisschen verbandelt und aus welchen Gründen und wie und so weiter und so, diese ganzen sozialen Feinheiten rausschauen, rausfiltern, psychologisch dann so ein bisschen bearbeiten, bespielen, wie kann ich jetzt jemanden ein bisschen vom Gefühl her wieder besser traurig, wenn ein Kind traurig ist, wie mache ich das und so weiter. Ne? Das ist ja der Punkt dahinter, dass ich jetzt wieder, das soll jetzt so negativ heißen, aber dass ich eben Menschen manipuliere. Das sind ja soziale Berufe. Beziehungsweise ist es ja nicht, die Manipulation kann ja daraus resultieren, aber ich meine, die Grundlage siehst du ja auch im durchschnittlichen Gehirnunterschied, dass Frauen viel mehr diese sozialen Prozesse analysieren und vor allem eine durchschnittlich bessere verbale Fähigkeit haben. Und wenn du sowas sagst, dann klopfen sie sich oftmals, ja, wow, wir Frauen. Aber wenn dann Männer was Gutes haben, na, das ist ja furchtbar individuell. Ja, das so. Und der Punkt ist ja auch, wenn ich dann als Mann oder hier aus Red Pill-Sicht oder was auch immer, wenn ich dann darauf hinweise, dass das so ist, also dass eben Frauen diese und jene Dinge tun, nämlich genau das, wofür sich auf der anderen Seite auf die Schulter geschlagen wird, geklopft wird, wird daran gesagt, das ist Frauenhass, dass du das gerade sagst, dass das verallgemeinert das Geschlecht der Frau oder das setzt Geschlecht und Gender gleich und so weiter. So, ja, damit hast du das so verallgemeinert, würde ich das jetzt nicht sehen, das ist Frauenhass. Wo ich sage, ja, Moment, es ist doch auf der anderen Seite auch auf die Schulter klopft worden dafür. Ja, ja. Aus der an sich korrekten Gründen, die wir ja gerade sagen. Ja, das ist aber auch die Krux, ne? Dass sie dann eben hier behaupten, ja, dass Struktur und Ideologie weiterhin besteht, die es möglich macht, Frauen unten zu halten. Das sehen wir dann, ne? Frauen wählen zwar von der individuellen Präferenz viel mehr diese Betreuungsjobs, aber das ist natürlich auch bloß irgendwie ja der strukturelle Sexismus, der unbewusst eine vererbte soziale Struktur innerhalb der Gesellschaft präsentiert
und das immer wieder aufrechterhalten wird. Ja, genau, das ist ja struktureller Sexismus. Ja. Genau, aber das wird ja niemals irgendwie abgeleitet. Ja. Andere Erklärungsformen gibt es nicht. Ja. Und alles, was in diese geht, ja, die sagen ja auch, Evolutionspsychologie ist Frauen... Abwehr, ja, frauenfeindlich. Das wird wirklich wortwörtlich so gesagt. Eine empirische Wissenschaft ist frauenfeindlich. Ja, das ist ein kategorischer Error aber, ja. Weil eine Wissenschaft oder eine wissenschaftliche Behauptung kann entweder richtig oder falsch sein, genau. Aber sie kann nicht... Sie ist nicht verachtend. Genau. Ja. Bescheuert genau. Sowas. Ja, wirklich, das ist echt genau. Krass. Und weil du auch das nur gebracht hast hier, dieser erste Punkt, der da vorher nochmal war mit diesem, das ist ja, oder generell war das ja immer wieder drin gestanden, dass sich das nicht ändert oder nicht, nur immer nur nicht entfernt wurde oder so, das ist ja der Witz daran, deswegen sagen wir ja, oder deswegen sagen ich ja auch, ja, genau für sowas brauchen wir erstens Akzeptanz für die erstmal ganz krude, ja, also ganz trivial, die ganzen sozialwissenschaftlichen Phänomene, die ja 80-20, strategischer Pluralismus und so, dieses ganze Zeug, diese ganzen Dynamiken, diese allgemeinen Dynamiken und die Verhaltenstendenzen von Frauen, ja, yeah. Das ist ja erstmal nur sozialwissenschaftlich sogar, das ist ja noch nicht einmal evolutionäre Psychologie oder so, ne? Das ist ja das sozialwissenschaftliche Phänomen. Mhm. Das biologisch-evolutionäre dahinter ist ja dann nur die reduzierte Erklärung dahinter, dass es von einer Eizelle, also auf elementarer Ebene dann von einer Eizelle viele Spermien herrührt und so weiter und dadurch die ganze Marktdynamik entsteht. Genau. Und dadurch dann Verhalten nach sich zieht und das ist dann erstmal evolutionäre Psychologie, die das ja reduzieren will, einfach nur auf diesen Punkt. Das ist ja eigentlich so ein ganz kleiner Unterbau. Mhm. Ist ja eigentlich sau wenig. Ja. Und vor allem, du kannst ja, das machen sie ja oftmals, dass sie daraus eine moralische Wertung ableiten. Das ist es aber nicht so. Ich meine, klar, man sagt ja, Sperm is cheap und Eggs are expensive. Mhm. Aber dem... Ja, das heißt ja, genau, das sind ja nur Begriffe dafür. Genau, du kannst dann, aber trotzdem wird es dann so gemacht, ja, witzigerweise. Ja, ne? Ja, das ist ja dieses Wording, da hast du ja letztens auch jetzt wieder ein Video gemacht mit diesem, von dem Typen, von diesem Blue Pill Typen da, wo er aussagt, ja, da werden Frauen als Ware bezeichnet und so. Das ist ja erst einmal immer man muss ja immer drauf Semantik, achten. Da achten sie dann penibel auf die, ja, genau. Semantik. Genau, was sagt die Konnotation eigentlich, wo ich sage, jetzt schau dir das doch erstmal inhaltlich an und, yeah. und lass die Konnotation weg, weil Begriffe werden, das können wir nicht rausnehmen, die werden immer Emotionen mit transportieren, das ist so. Mm. Die ändern sich vor allem auch, ne? Also ja, Hypergamie hieß ja früher nur nach oben heiraten, ja. Aber es wurde ja erweitert durch die strategische Partnerwahl, dass sie im Mr. Sexy Paradigma nach oben datet und im Mr. Stabil und versucht da gegenseitig auszutarieren. Klar, aber das ist ja jetzt erstmal nur inhaltlich, aber ich meinte jetzt eben auch bezogen auf das Emotionale, was mit dem Begriff mitgehen kann. Ja, eben ja. Sowas wie, oh, hast du gerade Ware gesagt oder hast du gerade von Wert, hast du gerade von Marktwert gesprochen? So, ja. Wo ich sage, ja, systemtheoretisch macht es halt Sinn, das zu tun. Ja, ja. Weil da können wir uns dann sachverhaltlich, empirisch über sowas unterhalten. Mhm. Aber was jetzt noch rausfällt am Schluss ist, wir müssen eben, und das ist ja der Punkt, und das ist das, was der Feminismus auch nicht ganz versteht, der Feminismus, insofern wir den so nennen wollen, wir nennen ihn jetzt eben vielleicht coolerweise, wie du ja vorher gesagt hast, Humanismus. Wenn wir jetzt den Humanismus hernehmen und sagen, ja, da sind ja auch die Forderungen sinnvoll. Aber ich würde Humanismus abseits vom Feminismus sehen, weil für mich ist Feminismus immer suprematistisch. Ja. Autorität von Männern. Ja. Ja, ja, klar, so wie es ausgeführt ist. Sagen wir so, ich sag's mal so, die idealistische Kehrseite des Feminismus ist ja insoweit auch ganz gut. Beziehungsweise sagen wir so, die Prozesse sind halt schon im Roast es ihn in den Kommentaren. Nee, der Punkt ist, auf was ich raus will, ist einfach idealistisch gesprochen, ist ja Gleichberechtigung cool. Ja. Yeah. Und deswegen glaube ich auch, ist ein Humanismus folgendes: Ein Humanismus ist Chancengleichheit. Dieser idealistische Punkt des Feminismus plus, und das ist jetzt der Punkt, plus die idealistische Seite, die man auf eine Red Pill behaupten könnte. Mhm. Nämlich eben sowas wie Mücktau zum Beispiel dann auch vielleicht, ne? Ich meine, Mücktau hat ja auch eine gewisse Forderung, sonst würden sie das nicht machen. Also also Mücktau hat gar keine Forderung, die sind einfach so... Es ist nur zu sagen, halt, das ist das Beste für mein Leben momentan. Wie der Atlas, der einfach jetzt, ich habe keine Lust mehr. Ja, okay. Aber dann mache ich jetzt was Neues auf und es ist jetzt wurscht, wie ich das nenne, ich nenne es jetzt XY. Oder ein Männerrecht. Männerrecht kann man von mir aus auch so nennen, ja, Männerrechtstum oder was. Aber das hat ja auch viel nur dann politisch, Gesellschaft, aber also eher so politische Pointe oder rechtliche Feminismus Pointe. Feminismus ja eigentlich auch, ne? Ja, ja, schon. Aber ich meine jetzt so politisch-rechtlich, aber das geht ja nur, die Forderung des Feminismus ist ja auch eine per se gesellschaftliche und auch auf individueller Ebene Forderung, die so sich in Gesellschaften und sozial implementieren soll. Ja. Yeah. Und da glaube ich, dass man das aus der Red Pill auch durchaus schließen kann, zu sagen, ja, es gibt weibliche Verhaltenstendenzen und ja, wir können da gewisse Verhaltenstendenzen auch
als toxisch bezeichnen, genauso wie im Feminismus. Die männliche Beobachtung, also beziehungsweise die Beobachtung des Mannes. Und jetzt pass auf, und ich glaube, dass der Humanismus dann einfach eine Zusammenführung dieser beiden Elemente, also zumindest der idealistischen Warte, wie jetzt eben das eben viel Schabernack getrieben wird mit Feminismus, mag von mir aus auch, es mag auch von mir aus sehr viele Konservative geben was auch immer, die auf der Red Pill-Seite darum agieren. Das sei ja mal dahingestellt, nur ist es natürlich im Feminismus, ist halt das. Die Instrumentalisierung gesellschaftlich mittlerweile verankert. Klar, dass da so ein paar Internet-Schmonks unterwegs sind, das, auch in der Rappel. Das Problem dabei ist ja, dass sie hier auch ein leichtes Gaslighting immer betreiben, dass sie nämlich sagen, ja, der Feminismus will Chancen, der Feminismus will Gleichberechtigung. Ja, und das ist auch gut für Männer. Aber da sagen sie, meinen sie ja damit nicht Chancengleichheit, sondern Chancen erhöhen für Frauen. Gleiche Ergebnisse. Mhm. Sie wollen ja, dass Frauen exakt 50-50 rauskommen. Mhm. Und das geht ja so einfach nicht auf, weil Männer 95% mehr als 100 Stunden in der Woche arbeiten und all diese Dinge machen. Ja, und insgesamt ist es dann zum Schluss, ja, der Punkt, ich frage mich nämlich, ich habe mir auch immer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn der Feminismus wirklich konsequent erfüllt wird? Ja. Es wird dann gibt es kein Mann und Frau mehr. Es wird niemals aufhören. Und dabei sehen wir auch das Problem von der Trennung zwischen Geschlecht versus Gender. Yeah. Weil am Ende, wenn Männer und Frauen gleich sind, dann gibt es die Begriffe und dann gibt es auch das Ding dahinter nicht mehr jeweils das eine und das andere, sondern dann sind alle Men, Women. Genau, das ist ja die ewige Krux am Sozialkonstruktivismus, den die Postmodernisten nach vorne treiben. Die sagen, okay, Geschlecht ist sozial konstruiert, von der Geburt an alles draufgeschrieben aufs unbeschriebene Blatt. Gut, dann, wenn das wirklich aber stimmt, waren 60 Jahre des Feminismus umsonst, weil es gibt ja keine biologische Frau, es gibt ja nur das Gebären der Elternteil oder was sie da wieder für einen irren Schwachsinn erfinden. Und wenn du das dann komplett absägst, kann sich ja ein Mann einfach umidentifizieren und die ganzen Vorteile aus dem Feminismus rausnehmen, deswegen kämpfen ja die Hardcore-Feministen jetzt viel mehr gegen diese ganzen postmodernen Aspekte von der Queer-Theory, weil sonst kann sich ja ein Mann einfach umidentifizieren oder so. Nee, es muss schon, das Feindbild muss schon stehen. Genau. Und zwar als wirkliches Ding, das gibt. Ja, genau. Weil die Frau ist ja nichts, was es gibt. Die ist ja fluktuativ. Ja. Das ist ja individuell, aber der Mann, das ist ja wieder der Punkt, so dieses, der Mann ist. Ja. Und zwar er ist so, und er ist vor allem auch so. Ja, ja. Wo wir ja gar nichts dagegen sagen, soweit. Nur sagen wir halt weiterhin, ja, warum ist denn der Mann so? Und dann andersrum halt, ja, wir sagen aber auch, die Frau ist so und so. Und warum ist denn das wiederum so? Ja. Und, ja. Und das ist nur mein Endsatz, wo ich sage, für diese Intervention, für diese gesellschaftliche Intervention, also für die Gesellschaftsarbeit und für die Abänderung gesellschaftlicher Prozesse oder weil man sie irgendwie als nicht so gut als schlecht ansieht oder was auch immer, ist kritisierbar zumindest. Ja, das ist ja auch immer so ganz klar, ja, dass das sofort 100% schlecht ist alles und so weiter. Ja, das ist ja so Sache. Aber dass man sie kritisieren wollen und irgendwie dran arbeiten wollen alle. Und dafür, wenn wir das machen wollen, brauchen wir eben, dann müssen wir aufstellen, toxische Männlichkeit, okay. Mhm. Und dann muss sie aber auch toxische Weiblichkeit als solches aufstellen. Ja, aber das gibt es ja nicht. Genau, das ist ja Frauenhass. Ja. Ja, aber ich muss diesen Begriff muss ich rausnehmen, das Frauenhass, und muss sagen, okay, Leute, dann ist es halt vielleicht einfach so und so und so, wie man es beschreibt da. Also ich glaube, es ist besser, wenn du Narzissmus aufmachst und dann sagst, okay, das ist, vor allem bei Mansplaining, das ist für mich das beste Beispiel, da sagen sie immer, oh, das ist Mansplaining. Mhm. Das ist für mich nur eine Expression vom Narzissmus durch einen Mann. Mhm. Aber der Ausdruck vom Narzissmus, dass du dich über den anderen ziehst und nicht guckst, okay, was will der oder was hat er überhaupt, ja. Genau, dass du, ach komm, halt die Klappe, ich bin besser. Sowas gibt es ja bei der Frau ganz genauso, nur zeigt sich dieser Narzissmus im verdeckten Narzissmus. Das und, wenn das dann so passiert, dieser verdeckte Narzissmus, ist er eben gesellschaftlich einerseits eben gedeckt und andererseits geschützt. Genau, weil sie ist dann sie ist das ewige Opfer. Ja. Genau. Und das ist halt auch, was die Postmodernisten hier immer pushen. Mhm. Denn um endlich weiterzukommen, ja, der Mudo, der kommt selten wirklich schnell zum Punkt. Aber jetzt gucken wir mal hier, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Obwohl diese Formen der sexuellen Übergriffe Ausdruck von Sexismus sind, bezeichnet der Begriff jedoch ein sehr viel weiteres Spektrum. Da sehen wir das Verwischen von Grenzen, das machen sie ja oftmals. Mhm. Geschlechtsbezogene Diskriminierung, etwa, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen. Das ist ja genau das, ja. Ungleiche Ergebnisse ist automatisch immer durch
Sexismus zu begründen. Unterdrückung, ja, genau. In Deutschland verdienen Schauspielerinnen beispielsweise 46% weniger als Schauspieler. Und dass es da unterschiedliche Präferenzen in der Individualität gibt, ja, dass sie wahrscheinlich weniger bereit sind, umzuziehen, Ortswechsel zu beziehen, härter zu arbeiten und all diese Aspekte, die halt viele Männer machen. Das ist ja das Gleiche mit dem Fußball, ne? Da sagen sie auch, oh, die Frauen werden viel weniger bezahlt. Dabei ist es ja zu begründen, dass viel mehr Menschen männlichen Fußballsport anschauen und dadurch mehr Marketingkohle reingesteckt wird und deswegen die auch mehr bezahlt werden können überhaupt. Aber die wollen hier immer den Geschlechtskommunismus. Ja, ich find das auch so interessant. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen, schon auch aus diesem Paradigma wieder hier so sozialwissenschaftlich und feministisch und so weiter. Aber das war ganz interessant, weil das war ein Kerl und der hat da einen interessanten Punkt halt eben natürlich angesprochen und hat dann gesagt, er hat da so ein bisschen ein Problem mit amtierenden feministischen Theorien gehabt, nämlich der Form, also er schließt halt aus Statistiken und so weiter und aus auch qualitativen Befragungen und so weiter, dass halt dann eben auf das Jobzeug bezogen zum Beispiel, natürlich, das ist ja das, worum es immer am meisten geht, ne? wo ich sage, hey, wir müssen uns auch über Datingverhalten unterhalten und über das Ganze, aber das sei mal dahingestellt. Da hat er dann so gebracht, ist es denn halt dann nicht einfach so, dass Frauen nicht in diese und jene Bereiche wollen? Ja. Oder ist es dann halt einfach so, dass Männer diese und Sachen tatsächlich machen wollen und Frauen diese und Sachen tatsächlich machen wollen, zum Beispiel? Ja? Und zeigt sich ja immer kulturübergreifend in allen Ländern. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und der Witz ist, der Clou dahinter ist dann, ich habe dann auch so mit ein paar Leuten darüber diskutiert, da wird dann aus feministischer Sicht dann häufig gesagt, ja, auch wieder dieses, ja, aber das sind ja die Strukturen, dass die das so wollen. Ja, genau. Wo ich sage, der Witz ist... Selbst bei den Schimpansen ist es so. Aber der Witz ist, wo ich sage, ja, selbst wenn das so ist, und das kann man ja auch, wie gesagt, natürlich ist das so beobachtbar, dass sich das tradiert, dass das sozial konstruiert ist, weil sich die Leute gegenseitig dann normativieren und so weiter. Natürlich ist das ja auch ein soziales Phänomen, da will ich auch in der Red Pill immer darauf hinweisen. Natürlich ist das alles sozial auf der Ebene, wo wir es sehen. Und auf der nächsten ist es dann jeweils Erklärungsebene nach unten, können wir halt bis zur Biologie gehen, wenn wir das wollen. Ja, und das bringt Verhaltensgenetik halt sind halt auch so Dinge, die sie aber nie mit reinbeleuchten. Ja, ja, genau. Weißt du, ich meine, genau. Ist halt auch das. Und das eröffnet aber halt einen riesigen Anwendungsspielraum, beziehungsweise ein Verständnis vom Menschen und das wird halt verneint. Und das ist halt problematisch für diese Interventionen, die wir in der Gesellschaft ja davor haben mit diesem ganzen humanistischen Denken. Ja. Und der Punkt ist jetzt aber der... Der Punkt ist der, auch mit den letztens hier nochmal kurz einzuwerfen, habe ich ein paar Studien nochmal angeschaut, da wo halt wirklich nochmal die Gehirnunterschiede 2018, 2019 von mehr als 5000 Probanden analysiert worden sind bei den Geschlechtern. Und da sieht man halt auch krasse Unterschiede zwischen den Geschlechtern, vor allem im Punkt der Funktionalität. Ja, vor allem räumliches, dreidimensionales Denken beim Mann und verbale Aspekte bei der Frau verstärkt. Und der Oberknaller dabei ist, dass sich darin ja auch die sexuellen Präferenzen und wie sie scharf sind. Ja, 86% oder wie viel sind in online auf dem Hub unterwegs und schauen sich die Filme dort an, sind Männer, visuelle Stimulation und Frauen weitaus mehr diese Romanzen, wo erstmal das Verbale so aufgebaut wird, wo die weibliche Sexualität langsam angedreht wird. Und das siehst du ja auch vom Hirn in die Sexualität rein, aber dazu sagen sie dann, oh, das ist Neurosexismus. Ja, genau. Ja, jede verallgemeinende empirische Theorie wird halt Hass. Genau, das ist wieder der Kategorie-Error, weil du kannst Wissenschaft nicht, die Hypothesen kannst du nicht moralisieren. Ja, genau, das ist ein moralischer Fehlschluss. Das ist übrigens der naturalistische Fehlschluss Reverse. Ja. Also man kann quasi nicht vom Sollen auf Sein schließen. Das ist ja der naturalistische Fehlschluss, man kann nicht vom Sein auf Sollen schließen. Moralistischer Fehlschluss, ja. Genau. Und das ist dann auf der anderen Seite der moralische Fehlschluss, den du gerade gemeint hast. Man kann aber auch nicht vom Sollen auf Sein schließen. Und das ist ja das, was da gemacht wird. Da wird gesagt, ja, im Endeffekt wird da gesagt, weil ich das schlecht finde, ist das nicht so. Ja. Genauso ja. auch wie... Wie die Kirche damals. Genau. Ja. Weil ja quasi die evolutionäre Psychologie Frauen als notorische Lügner hinstellt und so weiter und so fort. In Anführungszeichen, kann das nicht so sein. Ja. Das kann ja nicht sein. Ja. Weil das wäre ja schlecht. Wo ich sage, ja, schade, es kann halt sein, dass das halt so ist. Und gleichzeitig können wir natürlich auch sagen, dass das doof ist. Ja, ja, schon. Das aber ist das ja ist das. Doch, es ist doch beides dann gar kein Problem. Ja. Weil und das ist ja der Punkt. Wir können es ja sogar auf kleinere Mikroebenen in der Erklärung ziehen. Na, Evolution, Biologie und so und Hirn und so weiter. Und dementsprechend können wir dann auch am Ende vom Tag sagen, niemand kann was dafür.
Und auf der verantwortlichen, moralischen Seite können wir wieder sagen, das aber wir können darauf achten. Genau, richtig. Wir können das alle als Gemeinschaft akzeptieren. Und das ist der erste Punkt, daran scheitert es, weil es ist ja Hass. Ja. Wir können es dann aber auch erforschen und wir können es dann gegenseitig alle reflektieren. Ja. So mache ich zum Beispiel mit meiner Freundin, habe ich ja auch schon öfter erwähnt hier, dass wir so eine Polykiste haben. Und da ist es immer so, weil wir das von Anfang an durchgesprochen haben, da, dass die Frau in erster Linie nicht polygam ist, sondern immer hypergam ist. Ja. Yeah. Und dass sie dann quasi beim kleinsten Ding irgendwie, wenn bei uns irgendwas Problem ist und so, dass sie 2 Wochen später sagt, boah, du, sorry, ich habe jetzt da einen anderen Typen am Start, ja, und so. Und das, bei dem hab ich mich jetzt in der Sekunde nicht so gefühlt. Deswegen ist jetzt meine Entscheidung da. Dass man eben solche Sachen reflektiert. Ich meine, das ist halt natürlich auch bei vielen nicht möglich, ne, bei Frauen wieder. Aber dass sowas vielleicht einfach in Zukunft vielleicht was ist, wo man generell, das mag jetzt Mono sein, das ist ja egal, was das für Beziehungen sind, aber dass man insgesamt, dass beide Partner sich gegenseitig das sagen können, das war ja fett, der Hypergame. Das ist dein Idealismus, aber das ist mein Idealismus. Daran glaube ich nicht. Das ist auch eine Kommunikation dann. Ja, aber das ist das, was du als Humanismus bezeichnet hast. Das wäre... Also beziehungsweise mein Bild vom Humanismus ist, dass man universell jedes Individuum gleich behandelt und betrachtet, was aber aktuell halt nicht stattfindet, vor allem im Geschlechterkontext. Ja. Und zweitens glaube ich halt nicht, dass du innerhalb der Beziehung zu sehr mit offener Kommunikation arbeiten kannst, weil es an vielen Aspekten scheitert. Weißt du, ich meine, wenn du die Spielregeln auf den Tisch haust, hat das es die Namen. Weil das ja das, die Hypergamie genau ja das verhindert. Ja. Absolut. Aber ich glaube trotzdem, dass man auf einer gesellschaftlichen Ebene, weil deswegen sagen wir ja gerade, deswegen haben wir ja die Forderung, man darf das nicht als Hass bezeichnen, einfach so vorschnell, weil man muss da eben schauen, hat das empirisch irgendeinen Halt, hat das Sinn und was kann ich in der Anwendung damit tun? Und wenn ich die Red Pill reproduzieren kann, und wir sind jetzt der Meinung, man kann die hart heftig reproduzieren, immer wieder, in allen möglichen Bereichen und auf alle Themen bezogen des menschlichen Verhaltens, dann ist es ja genau das, was wir haben wollen. Wir wollen, also... Es mag sein, dass du sagst jetzt eher, dein Output ist, dass man Männern das an die Hand gibt und dass die irgendwie besser leben können. Ich bin da halt, das mag naiver Idealismus sein, aber da bin ich halt der Meinung, dass wir das auf irgendeine Art und Weise in den öffentlichen Diskurs bringen können und auch müssen, weil das ist ja der Punkt. Wie wollen wir Diskriminierung gegen Männer, was Feminismus häufig der Fall ist, und zwar tatsächlich im Gegensatz zu Red Pill und solchen Sachen oft, weil da müsste man sich auch noch überhalten, auf philosophischen Dingen begrifflich, was ist denn überhaupt, ab wann ist was Hass? Ja, weil da sehen wir ja, da wird ja alles, du kannst ja da aus feministischer Sicht theoretisch alles als Hass bezeichnen, was das weibliche Verhalten empirisiert. Aber ich finde, man kann es klar definieren, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel Frauen krass abwertet, wie man später auch nochmal genauer sehen bei den Feministen, das differenzieren wir dann nochmal, wenn man zum Beispiel sagt, Frauen sind nur für Bunga Bunga da und ansonsten nur Ware, das ist schon sehr grenzwertig. Ja, klar. Gut, da muss man sich dann nämlich auch nochmal fragen, jetzt sind wir dann schon in diesem Definitionsding da auch schon wieder fast drin, man muss sich dann halt auch nochmal fragen, ist es jetzt Hass, wenn jemand zum Beispiel eben sagt, ja, ich finde Frauen scheiße. Generell, alle Frauen finde ich scheiße. Ja, Männer-Trash gab es ja mal das Hashtag, was auf Twitter. Oder es gibt ja das Buch von der Französin, hier, ich hasse Männer. Ja. Das ist auch noch so ein Punkt von das vorher. Das ist dann ja Kunst. Nee, ja, künstlerische Expression. Beziehungsweise aus feministischer Sicht, aus den theoretisch-empirischen Grundlagen des Feminismus, ist es ja dann... Befreiend. Da sind wir wieder bei dem Victim-Blaming. Ja. Eigentlich bei dieser Logik des Victim-Blaming-Begriffs. Es ist im Endeffekt... begründeter Männerhass. Das heißt, was die ja sagt, ist, ich hasse Männer und ich sage euch jetzt empirisch, theoretisch, warum. Ja. Yeah. Aber das macht sie ja nicht. Sie tut es ja nicht wirklich empirisch betrachten. Ja doch, sie sagt halt, warum die ganzen Punkte, die sie im männlichen Verhaltenstendenzen sieht, warum sie die hasst. Ja. Yeah. Und dann ist es eben so, wie wir vorher gesagt haben, wenn jetzt ein Mann die Hand ausrutscht, dann wäre das im Endeffekt so, wie wenn wir sagen würden, ja, schaut sie euch bitte an, warum dem die Hand ausgerutscht ist. Das sind die beiden Seiten. Sie sagt, irgendwo ist sie Männerhasserin, aber auch aus gutem Grund, aber das ist auch kein Problem. Das sagt sie im Endeffekt. Ja. Und jetzt sage ich da. Aber ich werde jetzt gleich erzählen, warum, weil die verfolgen eine komplett andere Logik als der normal denkende Mensch. Die sagen ja, weil ihr als Gruppe durch das magische System automatisch privilegiert seid. Es gibt keinen.
vor allem Weißbrotmann, wie wir zwei jetzt, der da nicht irgendwie profitiert. Das ist ja die Behauptung, die nicht gestützt wird. Naja. Deswegen ist es für mich als Unterdrückte Opferhierarchie. Hasse ich die Unterdrücker, ja. Genau. Und deswegen ist es legitim. Das ist der ihre Logik, weil es ja kollektivistisch ist. Naja. Und das sage ich aber eben, und das ist auch das, was ich am Anfang eigentlich auch in dieser Podcast-Folge hier des Sexisten-Stammtisch auch reinwerfen wollte. Was ist jetzt, wenn jemand einerseits sich als zum Beispiel Frauenhasser bezeichnet oder im feministischen Lager als Männerhasser? Mhm. Entweder bezeichnet oder so agiert, und da sind wir wieder beim Punkt, ab wann ist jetzt was Hass? Ist Hass erst ab einer konkreten Handlung der Fall? Weil ich kann zum Beispiel eben sagen, das ist das, was ich vorher meinte, ich kann sagen, ich finde Frauen scheiße. Mhm. Und kann dann auf die Straße gehen und sagen, so eine Frau, hey, hi, und dir die Hand geben, hey, was geht und so, hey, alles, wir sind alle cool miteinander, kann man dir was helfen, hey, wollen wir morgen das machen, zusammen und alles, und wir können eine Freundin haben und das und dies und das. Was ist Hass? Ab wann ist was Hass? Yeah. Das ist mal eine Frage. Braucht es konkrete Handlungen? Mhm. Oder ist die Versprachlichung schon Hass? Oder ist es eben, wie im Feminismus, ist es schon Hass, wenn es nicht einmal als Hass bezeichnet wird selber? Also wenn ich nicht sage, ich hasse Frauen, sondern wenn ich sage, Frauen haben eine Verhaltenstendenz. Yeah, also das sind die verschiedenen Abstufungen dieses Hassbegriffs, die da fluktuieren überall. Und über die unterhält man sich auch nicht. Yeah. Sondern es ist von vornherein auch wieder vordefiniert, tendenziös, ganz klar, was Hass ist. Yeah. Das ist eine Sache. Und, also ich würde sagen, wenn du die Person, weil sie jetzt eine Frau ist, im menschlichen Wert abwertest und sie diesbezüglich auch in einer bestimmten Art und Weise schlechter behandelst, dann könnte das definitiv aus meiner Sparte da reinfallen. Aber das ist halt auch wieder das Problem an der Abwertung. Dann sagen sie, okay, wenn du jetzt unschöne Dynamiken sagst, okay, schönes Beispiel oder kein schönes Beispiel, ein Mann opfert sich auf, geht an die Front. Und da ist es ja umso häufiger der Fall, dass vor allem bei den Amis gibt es ja sogar diesen Begriff Jordi oder so heißt er, dass die Frau dann was in der Zwischenzeit mit einem anderen Liebhaber was anfängt. Mhm. Und dass das auch Teil dieser strategischen Partnerwahl ist. Mr. Stabil oder der Mr. Sexy ist jetzt weg, also braucht sie einen Mr. Stabil und mit dem zum Übergang, weil sie sich dann einfach sicherer fühlen, das wird halt dann rationalisiert. Und wenn du diese Dynamik, dass das vorkommen kann, weil es angelegt ist, in der sexuellen Selektion erwähnst, dann sagen sie, oh, das ist aber eine Abwertung. Weil sie nicht die logische, kalte Empirie vom moralischen trennen können. Ja. Aber das ist für mich einfach keine Abwertung, weil du musst es trennen und du kannst es ja nicht. Ja, weil man muss sich darüber unterhalten können. Ansonsten ist es 100% Immunisierung. Genau. Genau. Das ist ja so, wie wenn jetzt in der WG einer sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ewig lang nicht abspüle und alles da flacken lasse auf dem Tisch in der Küche oder so. Und dann sagt dann jemand zu mir, ja, du Vollkorn-Jesus, wie schaut's denn aus, magst du mal dein Zeug abspülen? Oder also, weil du hast jetzt das schon länger nicht mehr abgespült. Das ist eine empirische Behauptung, dass das so ist. Und dann sag ich, boah, krass, voll menschenverachtend von dir. Also das ist genau dasselbe. So, es liegt ein Sachverhalt vor, der ist der Fall. Weiterhin normativ, ich übe Kritik an diesem Sachverhalt, ich hätte es gerne irgendwie anders, das ist ja Idealismus wieder, ne? Ich habe das überstiegen, dass das der Fall ist, weil wenn ich 100% nur auf Empirische schauen würde und sonst nichts, dann könnt ihr natürlich diese Teller da stapeln bis in die Unendlichkeit. Yeah. Aber dann kommt einer her, normativiert das aus der moralischen Sicht und sagt, du, finde ich schlecht, aus den und den Gründen, bitte abändern. Das Problem dabei am Begriff. Und dann könnte ich mich 100% immunisieren und sagen, deine Kritik, also sowohl deine Empirisierung an meinem Verhalten, ist eine Verallgemeinerung und ist therefore Sexismus oder Abspülismus in dem Fall oder was auch immer, oder Hass oder was auch immer, oder Menschenverachtung und so weiter. Und gleichzeitig die Kritik ist auch noch, das ist ein Unterdrückungsakt, eine Überstellung, oder es ist toxisch, also sowohl als auch, und das musst du sofort auch einstellen. Das Problem an Begriff Normativität ist, dass es ja auch so ein postmodernes Wort ist. Und das Problem vor allem ist, dass sich ja die Norm, also das Mittelmaß, an Verhalten oftmals ergibt aus teilweise der menschlichen Natur, aber die sagen ja, okay, Normativität ergibt sich aus dem strukturellen Determinismus. Die sagen, okay, alles ist sozial konstruiert, vor allem im Geschlechterkontext. Und dann sagen sie, das ist Normativität, aber nur weil das wieder von dem magischen XYZ kreiert wurde, währenddessen das ja nicht der Realität ganz entspricht. Klar wirken Sozialisierungen mit rein, aber man muss immer die biologischen Teilaspekte mit reinfaktorieren. Ansonsten bist du nicht ganzheitlich unterwegs. Ja, klar. Und dementsprechend kannst du dann die Anwendung nicht machen. Das ist vorhin nur sagen würde, mit diesem, dass du gesagt hast,
ja, der Feminismus, der sieht das immer strukturell verankert und das ist immer noch nicht entfernt worden oder so nach dem Motto. Deswegen kannst du ja immer weiter laufen lassen. Du kannst immer weiter kritisieren, das System, und kannst immer weiter deinen Spielraum erhöhen, gesellschaftlich. Und da, wo ich sage, ja, wenn wir das eben humanistisch und nicht nur feministisch oder manninistisch, wie auch immer, keine Ahnung, männerrechtlich oder was auch immer, aus tendenziös jeweils so oder so, die Fronten, die Macht, die gesellschaftlich den Einfluss erhöhen wollen, nur einseitig, wenn wir das gemeinsam tun wollen, dann ist es eben, dann stimmt es ja, was der Feminismus insofern sagt. Das Zeug hat sich immer noch nicht substanziell irgendwie verändert an den Verhaltensweisen und die Phänomene und so weiter. Und da müssen wir eben fragen, ein kluger Pragmatist fragt dann, warum funktioniert meine Anwendung nicht? Und dann sind wir da automatisch darin, dass man sagt, und deswegen, und das ist auch in meinen Augen, muss man eben in diesen öffentlichen Diskurs diese Red Pill bringen. Und diese evolutionäre Psychologie und auch die überhaupt sozialwissenschaftlich erkennbaren Phänomene des weiblichen Verhaltens. Ja, ja, aber ich finde, also man muss, also als erstes ist es immer besser, wenn wir uns nur auf das Individuum jetzt erstmal konzentrieren, weißt du, ich meine, weil es wird schon immer mächtiger, also die Wellen schlagen sich langsam und die Leute checken es, vor allem die Männer. Und diesbezüglich will ich nochmal auf diesen Ding hier, vor allem mit dieser Pseudorealität, die sie ja dann oftmals hier erbauen, weil das finde ich so, ja, teilweise schon perfide, weil die haben das Motto, okay, die Gruppe bestimmt die Identität bestimmt den Standpunkt. Also, wir gehören zur Gruppe Männer, sind Cis-Männer identifiziert und das bestimmt unseren Standpunkt. Nicht das Argument, nicht die individuellen Erlebnisse, sondern die Gruppe. Es gibt weiße männliche Diskurse, das machen wir, und weibliche marginalisierte POC und queere Diskurse und so weiter. Um mit einer authentisch schwarzen oder weiblichen oder homosexuellen etc. Stimme sprechen zu können, muss die betreffende Person in der Theorie des Postmodernismus hier geschult sein und die eigene Positionalität mitreflektieren. Und zwar sagen die, Positionalität ist das sozial, also dieser strukturelle Determinismus, wenn der Kanye West zum Beispiel damals einen Trump gewählt hat, dann ist er nicht mehr schwarz, verstehst du? Weil er hat ja nicht seine Soll-Positionalität als Opfer in der Hierarchie, in der Olympiade der Opferidentitäten abgemessen. Sie spricht also als Schwarzer oder als Frau nach Maßgabe dessen, was die Positionalität von Schwarzen oder Frauen im allgemeinen Unterdrückungsschema der Theorie diktiert. Hierdurch wird Individualismus verdrängt. Sehen wir ja, okay, es ist nur kollektivistisch Sexismus, da wir uns nicht am Individuum, sondern an der Sollpositionalität etwaiger Identitätsgruppen orientieren. Empirische Wahrheit wird zur Nebensache. Recht haben die, welche im intersektionalen Kastensystem der Opferidentitäten geschichtlich mehr Leid erfahren haben und der gelebten Erfahrung, ja, männliche gelebte Erfahrung ist da weniger interessant, weil die sind ja ziemlich weit unten in der Opferhierarchie, nach mehr unterdrückt sind. Nicht umsonst wird Intersektionalität auch als NATO der Social Justice Warrior bezeichnet. Hierbei wird nur zwischen Opfern und Tätern unterschieden. Eine mehrfache Opferidentität kommt einer Heiligsprechung gleich. Und das ist ja auch interessant, ne? Du kannst ja nicht innerhalb der weißen Heteromänner Opfer anerkennen, weil das würde ja wieder gegen das Schema F hier widersprechen. Aber Unterdrücke und Unterdrückte in einer Person gibt es in diesem Konzept nicht. Es zwingt Menschen dazu, Teile ihrer Identität zu verbergen, wenn sie in der Diskriminierungshierarchie in einer widersprüchlichen Rolle gesehen werden. Und das ist halt auch richtig krass. Der nächste Aspekt ist, Intersektionalität, was ja das ist, wird auch dazu verwendet, ein besseres Verständnis der Probleme von Männern zu verhindern. Männer werden als generell privilegiert angesehen und deren Probleme vorwiegend nur als Schnittmengen mit anderer Diskriminierungskategorien wie Ethnizität oder sexueller Orientierung betrachtet. So werden Zusammenhänge, die Männer als Ganzes betreffen, nicht ausreichend sichtbar, da nur einzige Untergruppen betrachtet werden. Das Privileg in Anführungszeichen der höheren Selbstumlegerate oder das Zurückfallen bei der Bildung fallen hinten runter, da eine männerbezogene Geschlechtsblindheit vorherrscht. Gamma Bias, wie gesagt haben, oder auch die Empathy Gap. Die Bedürfnisse von Männern werden unsichtbar gemacht. Und das ist ja dann genau das, was durch solche, ja, durch unsere steuernfinanzierten Narrative hier auch noch mehr pushen. Das ist genau das Heftigste. Und im Zusammenhang immer mit diesem Frauenhass und Sexismusbegriff. Und zwar, weil eben diese, dafür eben auch wieder, um zu schauen, was Männern passiert, was oder was bei denen negativ ist, was eben auch diskriminierend dann wiederum anders umgedreht gegen Männer ist und so weiter. Diese ganzen Probleme von des Mannes, wenn man das so nennen will, in der Gesellschaft,
sind ja abhängig davon, was tut überhaupt die Frau. Ja. Und wenn man dann nur weiter fragen will, eben warum ja. tut sie es. Und oder vielleicht auch nicht oder was auch immer. Aber das ist eben der Punkt, man muss, dafür ist ja die Empirisierung, die Perspektive auf das weibliche Verhalten ja unabdingbar, die brauche ich ja dafür, weil ich kann ja gar nicht sehen, was bei Männern überhaupt hapert, wenn ich nicht die ganze Geschlechtsdynamik mir anschaue. Ja, und vor allem für meine Lefty-Zuschauer ist es ja immer hochrelevant, weil es ist ja viel besser wie die alte Linke, die Gesellschaft in Klasse zu betrachten, mhm. weil das ja viel mehr individualistisch ist, als dass man jetzt herkommt und sagt, ah, okay, du bist ein Mann, du bist weiß, du hast jetzt diese Positionalität. Diesen Standpunkt, genau, das ist nochmal wichtig. Weil das ja diese differenzierte Betrachtung, die jetzt zum Beispiel die Einteilung in Klassen, weil Klassen ist allgemein ein viel besseres Konzept, weil du siehst, okay, die jetzt, wenn du jetzt eine Frau bist und reich bist, dann hast du ja zum Teil, oder Oprah, bestes Beispiel, auch wenn sie ein Ausreißer ist, aber trotzdem gibt es ja mehr Frauen, die ähnlich weiter oben sind, als jetzt ein armer Mann, der jetzt sich seine Gene nicht ausgesucht hat und weiß ist, dann mehr Opferkarten oder wirkliche Schicksale in seinem Leben hat, als dass man dann sagt, ja okay, die Oprah, die ist jetzt da mehr Opfer. Weißt du, was ich meine? Das ist total krank. Ja. Das Ding ist, also diesem Standpunkt-Ding, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit diesem, dass das Geschlecht und die Hautfarbe und so weiter bestimmt sofort den Standpunkt allein schon. Und hier wieder no uterus, no opinion und sowas. Ja, genau, das ist genau dieses Narrativ. Genau, dahinter. Das ist so, wow, du bist ja weißer Mann, dein Argument ist invalide. Ja. Egal, was es ist. Mhm. Das ist ein Punkt, nämlich ich bin Mann, das ist sofort mit dem Standpunkt gleichgesetzt. Und der zweite Punkt ist, das ist das, was ich auch am Anfang eigentlich des Podcasts sagen wollte, ich sag's jetzt hier so Mitte bis Ende hin, man kann auch sagen, ja, man könnte jetzt im Endeffekt sagen, ich bin Frauenhasser. Genauso wie auch jetzt diese Dame aus Frankreich sagt, ich bin Männerhasser. Yeah. Und der Punkt ist, und das ist das, was mich so stört in diesem ganzen Diskurs, ist ein Riesenbatzen Ehrlichkeit, der da fehlt. Mhm. Sobald ich mich nämlich, und das ist nämlich der Punkt, sobald ich mich nämlich mit Feminismus beschäftige als Frau, oder sobald ich mich jetzt als Mann, wenn wir das wirklich so aufspalten wollen, jetzt einfach mal von White Knights als Grauzone lassen wir jetzt mal raus, und auf der anderen Seite beschäftige ich mich jetzt als Mann mit Red Pill, evolutionärer Psychologie und oder auch eben nur ganz krude die sozialwissenschaftlichen Phänomene des weiblichen Verhaltens. So, wenn ich das jetzt auf der Seite des Mannes eben mache, ich habe dann diese beiden Seiten, die beschäftigen sich. Ja, warum beschäftigen die sich mit den Sachen? Mhm. Weil die Probleme haben mit dem jeweils anderen Geschlecht und dessen Verhaltenstendenzen. Yeah. Nur deshalb. Ich meine, das ist der Motor der Wissenschaft schlechthin. Man kann sogar jetzt ein bisschen sprachlich umformuliert sagen, der Motor der Wissenschaft ist Hass. In dieser Logik stehend, müssen wir uns jetzt Folgendes fragen. Wenn ich jetzt, warum betreibe ich Wissenschaft zum Beispiel auf Planeten bezogen oder auf Materialien, auf Tischplattenmaterial bezogen oder was auch immer. Egal, was es ist oder wie man Brücke baut oder was auch immer. Mhm. Das sind alles Wissenschaften, die sich diese Gegenstände anschauen. Mhm. Warum? Ja, weil ich ein Problem damit habe, weil ich sage, ich will über diesen Fluss drüber. Also brauche ich eine Brücke. Yeah. Also muss ich mal die naturwissenschaftlichen Theorien anschauen, warum fließt das Wasser so wie es und wie funktioniert das alles. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann jetzt mit diesem Wissen eine Brücke bauen, die hält und über die drüber kann. Ja. Yeah. Warum tue ich das? Weil ich ein Problem mit dem Status quo habe. Der Witz ist, Gegenständen, also wir trennen jetzt mal wieder begrifflich auf Gegenstände und Menschen, Gegenständen gegenüber, und jetzt sagen wir, jetzt behaupten wir mal, Steine sind Gegenstände, Planeten sind Gegenstände, Wasser ist ein Gegenstand und so weiter und so fort. Da sagen wir immer, da würden wir jetzt von einem Problem sprechen, ich habe ein Problem und das will ich lösen in der Anwendung. Mhm. Ja, was ist das jetzt, was heißt denn ein Problem haben mit Menschen, aus Sicht, wie wir es ja gerade gesehen haben, der jeweils betroffenen Menschengruppe. Ja. In dem Fall Geschlechter oder was auch immer. Da sprechen wir dann, jetzt zum Beispiel die Seite der Frau sagt, das ist Frauenhass, und die Seite der Männer sagen, aufgrund der Theorie des Feminismus, das ist Männerhass. So, das heißt auf Deutsch gesagt, wir können uns eigentlich alle an den Tisch zusammensetzen und sagen, wir schieben alle einen Boller aufeinander. Wenn wir das jetzt als Hass bezeichnen wollen, ja, dann machen wir das von mir aus. Aber der Witz ist, erstens mal ist es ja die Triebfeder dessen, was uns alle an diesen Tisch bringt, zu sagen, boah, ich mache jetzt Rappel und boah, ich mache jetzt Feminismus, weil ich habe ein Problem mit dem anderen Geschlechtsverhalten.
Also mit den Verhaltenstendenzen des anderen Geschlechts. Aber das Ding ist ja, es ist ja nicht immer Hass die Motivation, verstehst du? Das ist ja nur Sprachspielerei, weißt du? Das ist ja der Punkt. Ja, aber du musst es klar definieren, weil die Postmodernisten, die machen ja genau das, die Sprachspielereien. Und ich finde, Hass ist erstens eine Emotion und das ist schon mal fragwürdig, okay, warum muss man jetzt eine Emotion pathologisieren, weil das menschliche Gefühlsspektrum ist ja weit, aber man muss halt hinterfragen, warum existiert das, wie kann man das, wo ist die Prävention, damit man das ganzheitlich sieht und vor allem, dass man auch die Leute weg von Hass bringt, sondern vielmehr, also wenn du wirklich Empathie, das Gegenteil davon, bestärken willst, dann musst du ja sehen, okay, das wollen die Männer, das interessiert die Männer, das Problem haben die Männer und kannst halt nicht nur in deiner Bubble existieren. Ja. Aber das ist genau. Und das aber ist die Mainstream-Bubble ist ja gerade so krankmächtig, verstehst du? Es gibt nur das eine und alles andere ist Hass oder Zähleugnung oder was auch sonst alles. Weil der Hassbegriff eben nicht reflektiert wird. Und das ist eben das, worauf ich raus will. Wenn jetzt Hass eben eine konkrete Handlung ist oder so, dann kann man sagen, also das ist definitiv, mag man das Hass bezeichnen. Ja. Dann eine gewisse beleidigende Rede, dann ist, da sind wir schon bei der Grenz, bei dem Grenzfall, ist jetzt die empirische Rede, der Red Pill zum Beispiel, ist es Hass oder ist es der Fall? Ja. Weil eins, es ist immer beides gleichzeitig, wir können uns halt nur, das ist ja deswegen ja, aufgrund dessen, dass es immer beides gleichzeitig der Fall ist, der Feminismus sagt nur, es ist nur ein Entweder-Oder und es ist Hass. Genau. Und da ist der Punkt, und aufgrund dieses, dass es eigentlich beides so, es ist im Endeffekt, was wir sagen, ist ja insofern sexistisch, weil es eben Geschlechter, also weil es Geschlechtererklärungs, also weil das Geschlecht und Gender reduziert aufeinander in der Erklärungslogik stehend, das ist, deswegen nennen wir uns ja auch Sexisten-Stammtisch, weil das gleichzeitig sexistisch ist aus dieser Perspektive betrachtet, weil auch empirisch, aber zutreffend. Ja, ja, genau, weil der Knackpunkt dabei ist ja, dass es aber kein Sexismus ist, wenn man sagt, okay, Menschen sind unterschiedlich und in der Masse trennen sich weibliche Präferenzen von den männlichen und das ergibt unterschiedliche Ergebnisse. Und dass wir dann sagen, das ist evolutionspsychologisch teilweise eben determiniert. Und das ist für diese Leute Sexismus. Sagen wir es mal so, ich sag's mal wieder weiter pragmatistisch aufzogen, also pragmatisch aufzogen. Es ist tatsächlich, darum nennen wir uns ja auch so, es ist Sexismus. In dieser theoretischen Logik des Sexismusbegriffs stehend. Ja. Und jetzt ist aber der, also das ist tatsächlich, in einem theoretischen Sinne ist es Sexismus. Ja. Wie aber eben auch in deren empirisch, Theorie. Genau, aber sagen wir es mal so. Generell, wenn man Sexismus so definiert, als also dass das Gender auf Geschlecht reduziert wird, sagen wir das mal eben so, dann ist evolutionäre Psychologie insofern sexistisch. Aber, und das ist der Punkt, wir können uns dann, aber ab dem Punkt, wenn wir das akzeptiert haben, dass es sowohl sexistisch ist, als auch empirisch gemeint ist, und deswegen nennen wir uns ja, weil das beides ist, wir sind der Sexisten-Stammtisch, wir reden einerseits sexistisch, andererseits empirisch vielleicht adäquat. Ja, aber das Ding das ist die Krux dabei. Die Evolutionspsychologie argumentiert ja nicht biologistisch, wie diese Blue-Piller sagen, oder in irgendeiner Weise, okay, weil es solche Tendenzen gibt, ist es jetzt biologisch determiniert. Das sagt sie ja nicht. Sondern die Evolutionspsychologie sagt, dass in der großen Masse diese Tendenzen schiebend wirken und daher diese Unterschiede erzeugen. Und da könnte man sagen, ja, die Natur ist jetzt sexistisch, weil es ist ja eigentlich auch. Ja, ja, das meine ich ja damit. Ja, ja. Die Natur ist entweder so oder sie ist sexistisch, aber nicht eben ein A oder B wählt daraus. Ja. Weil das ist ja das, was Sexismus macht. Es sagt, ihr müsst jetzt eines wählen und wir sagen halt, ihr müsst wählen, dass das Sexismus ist. Ja, ja. Und ich sage aber, es ist immer beides gleichzeitig. Und der Clou ist nur, jetzt können wir uns in Hinsicht auf die Pragmatik, also auf das Praktische dahinter, nämlich die Frage, was machen wir jetzt hier in der Gesellschaft und so weiter, oder wie können wir Diskriminierung oder Unterstellung des Mannes aufdecken und so weiter, oder Benachteiligung von Männern aufdecken oder über die Probleme von Männern sprechen überhaupt nur gesellschaftlich. Ja. Ja, indem wir eben sagen, dass das in Hinsicht auf diese Anwendung nicht als Sexismus denunziert werden darf. Ja, das ist ja der Clou dabei. Das ist also in Hinsicht auf diese Anwendung. Ja. Wenn ich jetzt natürlich den ganzen Tag rumrenne und sage, zu einer Frau irgendwie, das war jetzt gerade hypergam von dir und ey, hör auf, das ist ja bloß das und das und, so, wenn man da so rangeht natürlich, dann mag man das ja sogar, dann ist es vielleicht sogar wieder sinnvoll für die Anwendung ab einem gewissen Zeitpunkt von, nenn es von mir aus Hass, oder eben von Sexismus zu sprechen, zu sagen,
man darf das jetzt natürlich auch nicht irgendwie die Leute dann hart denunzieren dazu oder dann wieder runterlabern oder irgendwas oder denen gar keine Möglichkeit auf einen freien Willen irgendwie zugestehen oder sowas. Ja, schon. Es ist ja nicht immer Hypergamie oder andere. Genau, ab diesem Zeitpunkt können wir wieder sagen, ja okay, das ist Sexismus. Die Rede ist an sich genau dieselbe. Ja. Aber es ist, das ist halt was Inhärentes, also was in der Aussage ist es beides. Es ist die moralische Seite davon ist Sexismus, die andere Seite, die empirische Seite davon ist empirisch. Ja, yeah, aber wir können uns wählen, wir können willkürlich wählen, aber ich sage halt eben, wir können auf Metaebene sagen, für das eine, und das ist eben das, was wir uns unterhalten, gesellschaftliche Dynamiken und so weiter, dafür müssen wir sagen, dass es empirisch gemeint ist, also dass das was Empirisches ist und nicht was Moralisches und in dem Fall Sexistisches. Ja, aber ich würde trotzdem noch hinzufügen, dass es so wichtig ist, hier herauszukristallisieren, dass wirklicher Sexismus, also Diskriminierung richtig. Der Frau oder des Mannes, immer durch Individuen geschieht und nicht durch irgendwelche mysteriösen, kollektiven Systeme, weil dadurch kannst du ja umso leichter das Feindbild wieder schaffen, was ja vor allem diese regressiven Kräfte wollen. Und vor allem lesen wir doch noch weiter, dass wir das Ding hier noch durchkriegen. Und zwar, parallel zur Diskussion über Sexismus verbreitete sich in 1960er Jahren auch der Begriff Rassismus, der die Diskriminierung ethnischer Gruppen beschreibt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass verschiedene Diskriminierungsformen sich unterscheiden können. Da sehen wir auch das Zauberwort Intersektionalität, wie vorhin beschrieben, mit dieser Pseudorealität, mit der Positionalität. So ist eine queere, weibliche, identifizierte Person of Color, also da sehen wir schon die Heiligsprechung, ja, dreifach mit einer historisch marginalisierten Gruppe, wie sie ja immer sagen, auf mehreren Ebenen Diskriminierungen ausgesetzt. Und das ist ja ein sehr spannender Claim, der überhaupt nicht bezeugt wird, weil stell dir mal vor, du bist jetzt eine weiblich identifizierte Person of Color, wie wir vorhin jetzt gesagt haben, und du hast einen ultra krassen, du hast ein reiches Elternhaus gehabt, du bist in eine krasse ökonomische Klasse reingekommen, du hattest die krasseste Bildung, und dann bist du auf so einer Schule und benutzt dann, ich habe zwei Opferkarten, und das ist ja absolut im Vergleich eine Lappalie, wenn sie dann Ivy League educated ist auf Harvard, die Eltern High-Performer sind und so weiter, weißt du, ich meine, da zieht ja diese Erklärung von den Fanatikern des Regenbogens überhaupt nicht. Weiter schreiben sie, die Frauenbewegung der 1960er und der darauf folgenden Jahre war sowohl in den USA als auch in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung weiß dominiert. Da sehen wir diesen Neorassismus. Schwarze feministische Positionen, ja, sehen wir, das ist die Positionalität. Nicht, was du als Individuum für eine Position hast. Nee, du bist schwarz, du bist feministisch. Ja, gleichgesetzt mit dem, mit der Herkunft, blöd gesagt. Genau. Ja. Das sind die Individuen nur noch die Ambassadors, also die, wie soll man sagen, die Botschafter ihrer Identität, die sie sich nicht ausgesucht haben. Aus genau dem Grund gibt es ja den Begriff Feminazi. Ja, ja. Weil das ja strukturell genau dasselbe ist. Es ist wirklich, es wird verortet in bestimmten, ja, man will schon fast sagen, Rassen. Oder jetzt in dem Fall halt natürlich, wie es in dem Gender War quasi ist, ja auch Geschlechtern eben und so weiter. Also dieses ganze, ethnische Gruppen und so weiter und darauf wird es reduziert. Und die haben eine ganz klare Position und die anderen sind die Unterdrücker. Genau, richtig. Und das ist der Neorassismus. Der Menschenfeind. Dafür gibt es auch ein krasses Buch, wie sich eben hier dieser neue Neorassismus zeigt, weil sie das dann ja eben genau sagen. Okay, und hier nächster Satz. Die Stimmen von Frauen of Color wurden innerhalb der Bewegung zur Seite gedrängt. Ihre Analysen der Machtverhältnisse, das ist auch ein moralischer Claim der Postmodernisten, nämlich dieser hier, genau hier unter den moralischen Annahmen. Erster Punkt, den sagen sie jetzt hier. Vergangene Unterdrückung, egal wie lange her, haben negative Auswirkungen auf die heute lebenden Frauen und müssen durch Reparationen oder positive Diskriminierung im englischen Raum Affirmative Action beglichen werden. Da siehst du dann genau das, das wird dann eingeleitet, okay, Erbschuld für die Männer, vor allem für die weißen Männer. Das wird aber nicht moralisch erklärt, das wird einfach angenommen. Der zweite Punkt, die heute lebenden unbeteiligten Individuen sollen die Kosten für Reparationen für Frauen tragen, wie zum Beispiel, es gibt ja ein Professorinnenprogramm in Höhe von 500 Millionen. Also, wir sollen das dann irgendwie als Wiedergutmachung bezahlen. Denen es heute schlechter geht, also diesen Individuen, die das dann bezahlen sollen, als es ihnen ohne die soziale Unterdrückung ihrer Vorfahrinnen ergangen wäre. Effektiv wird hier Männern eine Erbsünde unterstellt und eine Art Glücksegalitarismus gefördert.
Also du hast jetzt Glück und dafür musst du es bezahlen. In diesem Ding, dass sie sagen, okay, wir zahlen jetzt für die Sünden unserer Vorväter diese Wiedergutmachung. Und der dritte Aspekt, sehr schön zu sehen in diesem Text, dass die Analyse von Machtdynamiken der richtige moralische und politische Rahmen ist. Weil das sagen sie ja, die analysieren die Welt nur durch Machtverhältnisse, Machtgitter. Und bei denen gibt es gar keine Kompetenzhierarchien, weil alles irgendwie wieder auf die magische Macht zurückzuführen ist. Ihre Analysen der Machtverhältnisse auch zwischen Frauen und auf internationaler Ebene wurde ignoriert und unterdrückt. Deswegen pushen sie ja die Intersektionalität so heftig. Auch heute besteht die Gefahr, feministische Erfolge auf Kosten anderer marginalisierter Gruppen zu erlangen. Lange wurden von den feministischen Bewegungen beispielsweise queer und transfeministische Positionen ausgeblendet oder gar bekämpft. Und das sehen wir auch, warum sie es bekämpfen, weil sonst ist ja 60 Jahre Feminismus umsonst, weil dann kannst du ja sofort die Männer... Ja, weil dein Mann sagen kann, ich bin jetzt X. Genau. Ja. Diese Positionen beziehen die Begriffe Frau und Weiblichkeit und den Umgang mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung nicht nur auf heterosexuelle Cis-Frauen. Ja, das sagen sie, ja, aus der Sicht wieder ja. Genau, und das ist die Pseudorealität, die sie hier aufbauen wollen, weil sie ja dadurch auch nicht in der individuellen Diskriminierung handeln, sondern in der Abwertung in der Masse. Und das ist halt so. Ich glaube aber, da nochmal kurzer Punkt zu diesem, weil du meintest mit dem kollektivistischen und so weiter, Sexismus und nicht nur individuell betrachtet. Ja, einerseits ist es wichtig, das individuell zu betrachten. Aber wieder, und das ist der Punkt, jede Individualität hat, weil wir da von Phänomenen, aber trotzdem wie was reden, ja trotzdem irgendwo wieder eine kollektivistische oder verallgemeinernde Pointe. Oder muss es ja auch haben. Ja, aber weil sonst existiert das Ding dann. Das die Gesamtheit aller Individuen. Ja, ja. Was ich aber nur aus sage, ist, es muss schon in gewisser Hinsicht, von mir aus auch für Feministen, möglich sein, das aufs Ganze beziehen zu können, insofern, weil wir wollen ja auch sagen, ja, die meisten Frauen sind so und so im Verhalten und so weiter und weil XY, Evolution und sonst was. Genauso können natürlich auch Frauen sagen, müssen Frauen auch sagen können, ja, Männer sind so und so. Und zum Beispiel ist das jetzt zum Beispiel in unseren Augen Sexismus und dann tun das also sehr viele Männer machen das so. Oder genau, oder aber das Problem aber, dabei an der Queer Theory ist ja, dass sie das komplett verleugnen, verstehst du? Die Queer Theory ist ja struktureller Determinismus, alles wurde durch Macht erschaffen und auf das unbeschriebene Blatt des Menschen. Und das ist ja sozusagen die Gegenposition, die aber sich immer weniger mit der Realität deckt. Weil du einfach diese Verknüpfung vom biologischen und sozialen Geschlecht immer teilweise hast. Und das ist ja viel komplexer, diese ganze Materie, dass man das mit alles einbeziehen muss, anstatt so simpel, das ist jetzt Macht. Weißt du, ich meine? Ja, klar. Aber ich glaube, da ist wichtig, dieser Hassbegriff wieder. Ich glaube eben, wenn man sich wieder fragt, ab wann, was ist überhaupt Hass strukturell jetzt, also erkenntnistheoretisch strukturell betrachtet, der Punkt ist dabei folgender. Wenn ich nämlich sage, also ab wann ist was Frauenhass, dann sage ich, es ist dann Frauenhass, wenn ich sage, Frauen sind Opportunisten, dies, das, Ananas, und die sind das aus sich selbst heraus und nicht weiter verursacht, sondern die wollen das. Und das ist ja die Intentionalität, die geht mit der Unbedingung des empirischen Modells. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich abbreche und sage, ja, warum ist das wiederum so? Oder frage ich immer weiter, das ist einfach so, aus Frauen selbst heraus sind sie so, wie sie sind. Yeah. Das wäre Frauenhass. Wenn ich eben sage, die wollen das so. Mhm. Und das ist ja das, was da mit dem Patriarchat auch passiert. Yeah. Das ist das, was du, glaube ich, als kollektivistisch dann auch bezeichnest. Dass man eben sagt, also da würde ich eben sagen, das ist es dann Männerhass oder eben Männer unterdrückend oder unten niederstellend oder was auch immer, wenn man sagt, dass Männer das so wollen, dass diese ganzen bösen Strukturen, die da so sind, dass die so sind. Yeah. Die wollen das aus, ist ja einfach so. Das ist gar nicht, ne, dass der Alpha-Male ist und sich überstellt und so, das kommt nicht von der weiblichen Selektion her, sondern genau. Ist einfach so. Das kommt im nächsten Artikel, beziehungsweise im nächsten Abschnitt, und zwar Sexismus im Kulturbetrieb. Im Kulturbereich ist Sexismus sehr gut an der Ich-Auch-Debatte zu erklären. Theater- und Filmproduktionen werden meist von Cis-Männern geleitet und das Arbeitsverhältnis ist zudem oft hierarchisch strukturiert. In diesen geschlechtsspezifischen Machtverhältnissen ist es für männliche Regisseure, Produzenten und andere Kollegen sehr leicht, die abhängige Position von Frauen auszunutzen und oder den Frauen Steine in den Weg zu legen. Da siehst du schon, es impliziert, dass Männer viel mehr böse sind, dass sie das absichtlich machen oder dass sie wirklich diese Böswilligkeit
von jetzt so einem Narzissten wie ein Harvey Weinstein in sich tragen, weißt du, ich meine? Das ist halt diese, wie soll man sagen, diese kollektive Bösartigkeitssprechung. Genau, das meine ich eben. Die sind aus sich selbst heraus so und es ist nicht weiter verursacht, was die tun und was sie wollen und ja, so weiter. Genau, das ist das, was ich meine. Das ist Hass eigentlich. Ja, und das auch noch staatlich finanziert, muss man hinzufügen. Und da sagen sie, das kann ganz abgesehen von Gewalt im Bunker auch bedeuten, dass etwa eine Schauspielerin dafür abgestraft wird, wenn sie sich nicht den möglichen sexistischen Regieanweisungen fügt. Durch die sexistische Traditionen sind auch die Repräsentationen von Frauen etwa in Film und Fernsehen oft klischeehaft und eingeschränkt. Ja, ja, das hat nur ist was es mit so oder ist es ein Klischee? Ja. Das hat nur was mit den Traditionen zu tun. Ne? Das sind alles nur diese konstruierten Traditionen, die dafür verantwortlich sind. Ja, ja, die Frau ist selbst, also was heißt selbst wieder so ein Schwert, auch wieder Frauenhassrede, die ich jetzt selber mache, wie ich gerade eigentlich in meiner Logik stehend erklärt habe. Aber diese Phänomene, die empirisch sichtbaren Phänomene des weiblichen Verhaltens, werden eben ja, insofern nicht externalisiert. Sie werden eben reduziert auf das Patriarchat. Ja, ja. Und weil eben, ja, Frauen mögen vielleicht so sein, das ist ja da implizit auch enthalten. Aber die sagen ja, die glauben ja, wenn du diese Geschlechterrollen auflöst, dann sind wir endlich im Regenbogen angekommen und es kommt endlich 50-50 überall raus. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja diese biologischen Tendenzen in dieser Weltansicht, in dieser Ideologie des Postmodernisten gar nicht platzieren, weil die existieren ja dementsprechend gar nicht. Das ist ja alles biologistisch. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Es gibt zum Beispiel deutlich weniger interessante Frauenrollen. Siehe hierzu auch den Bechdel-Test. Ja, das sind wahrscheinlich wieder die IAT-Wahnsinnigen. Oder ja, und das ist ja das, was jetzt gerade alles passiert. James Bond ist jetzt eine Frau und so weiter. Natürlich im besten Fall auch eine Schwarze. Oder lesbisch auch noch am besten, ja. Ja, klar. Oder trans auch noch dazu, ja. Ja, das müssen ja die Leute sehen. Ein bekanntes Beispiel aus der Kunstwelt sind die künstlerisch-aktivistischen Statements der Guerilla Girls, die in den USA die Abwesenheit von Künstlerinnen in den Ausstellungen von Museen anprangerten. Do women have to be naked to get into the Met Museum? Less than 5% in the modern art section are women. Ja, welche, genau beim Krypto auch. Nur 7 oder wie viel Prozent sind in Kryptowährungen unterwegs. Da hat sie das böse Patriarchat auch rausgehalten. But 85% of the females are nudes. Und das ist halt auch Angebot und Nachfrage. Aber ich glaube, diese Dynamiken verstehen sie nicht ganz. Weil die sagen ja auch so, oh, das ist ja wieder neoliberal. Müssen Frauen nackt sein, um ins Met-Museum zu kommen? Ja, weniger als 5% der Kunstwerke sind von Frauen, 85% der Nacktdarsteller sind weiblich. Und da fragen sie sich gar nicht, ja, warum? Warum ist es dann zum Beispiel bei den Online-Prons so, dass so viele Männer reinschauen? Warum ist es so, dass auf Instagram die ganzen Frauen so hart erfolgreich sind, gerade auch im feministischen Bereich, lustigerweise, wenn sie sich ausziehen? Ja. Das ist aber da wird dann, genau, das ist genau, da ist dann wieder so, lass die in Ruhe, die kann das machen, du musst es dir ja nicht anschauen. Ja. Ich sag, hey, Moment, es geht ja genau um dieses Thema, das da gerade angesprochen wurde, ja, das, aber das wird überhaupt nicht verknüpft. Das Krasse ist, die reden immer von der Kommodifizierung der Frau und es wird sexualisiert, die Frau, aber die Frau macht es ja selber, um die Aufmerksamkeit von hochwertigen Männern. Ja, weil sie sieht, dass es funktioniert. So. Im modernen Markt des Dating, weil Tinder oder Instagram ist ja eigentlich eine Dating-App. Nur halt unter dem Deckmantel. Ja, genau. Und dann wird eben der 80% Beta wird halt rausgeschoben mit dem Dings, boah, du Creep, hast du mich gerade angeschrieben? So. Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite so, oh cool, boah, der hat mich angeschrieben, war voll spannend. Ja, ja, voll. Also der Ben Affleck, der dann halt da mit irgendeiner Tante auf Tinder matcht, der wurde dann auch von einer wieder entmatcht, ne? Und dann hat er halt gleich ein TikTok-Meme gemacht, hey, warum hast du mich entmatcht? Und da siehst du mal, wie diese marktliberalen Aspekte im Dating-Markt einer normalen Frau Zugriff auf so einen Superstar wie Ben Affleck bietet und da tut sie den dann sogar entmatchen. Ja, weil sie denkt, oh, der ist doch 80%ler. Ja, 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 und ja, das ist halt so krass, sowas wird nie mit einbezogen, dass es hier vor allem in puncto sexueller Selektion unterschiedliche Sachen gibt. Und das ist halt das Krasseste, ja, die Fanatiker. Hier Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung. Stiftung des öffentlichen Rechts, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist gesellschaftlich getragen, ja. Oder halt auch ähnlich hier, das hat mir auch ein Zuschauer zugeschickt, ja, Fonds für darstellende Künste, das ist auch durch Staatsgelder finanziert, da wo sie halt sagen, okay, hast du gewaltvolle Träume gegen Männer? Der Virtual Club of Dangerous Women ist eine körperlose, konspirative Vereinigung von Individuen, die wilde Träume und verstörende Visionen der weiblichen Gewalt gegen Männer teilen. Als Avatarinnen überwinden die Mitglieder die physikalischen Begrenzungen von biologischem Geschlecht,
geografischer Verortung, ökonomischer Zuweisung und kulturellem Hintergrund und steigen in die dunkelsten Ecken ihres kollektiven Unterbewusstseins hinab. Und da kannst du dann hier symbolische Aspekte und Gewalt... Teile deinen gewaltvollen Traum mit uns. Ja. Ja. Scheiße, ja. Und wenn das Männer machen würden, ja, ja. Das musst du dir nur mal... Eben, und das ist eben das, was ich vorhin mit dieser Ehrlichkeit in Bezug auf Hass, wenn wir das wieder so nennen wollen, meine, wo ich es eben sage, wir müssen uns doch alle mal an die eigene Nase fassen und sagen, ja klar, gehen uns sehr viele weibliche Verhaltenstendenzen auf den Sack, blöd gesagt. Und auf der anderen Seite geht der Frau aus ihrer Sicht natürlich sehr viele männliche Verhaltensweisen auf den Sack. Und natürlich sind sie Selection-Menschen, also sie sind die Selektatoren, wie man es nennen will. Sie müssen halt selektieren. Das ist auch, ich will ja da auch zusprechen, dass das nicht immer einfach ist. Ne? Man will niemandem auf den Schlips treten dann irgendwie, weil man will ja das soziale Geflecht auch irgendwie halten. Mhm. Und dann kommen 100 Typen auf einen. Wie agiert man da jetzt drauf? Will ja auch gar nicht kleinreden und so weiter. Aber und da kann natürlich auch schnell sowas kommen wie, ja, dass man sagt, ich habe jetzt einen Hass. Mhm. Aber dass man da gesellschaftlich eben sagen muss, man muss da drüber sprechen können und dann nicht eben per se als moralisches, wow, das ist eine Hassrede, dann irgendwie auf beiden Seiten niedermachen. Ja. Und selbst wenn jemand eine Hassrede hat, dann kann er aber trotzdem, das ist immer wieder bei der Standpunktfrage, dann darf ihn nicht seinen Standpunkt auf irgendwie, was jetzt tendenziös oft auch als Hass eben bezeichnet wird, reduzieren und sagen, der Standpunkt ist mit dieser Hassrede gleichgesetzt, sondern es kann jemand gerade eine Hassrede gehalten haben, wenn man das so nennen will, was auch immer Hassrede ist, muss man sich wieder darüber unterhalten. Aber derjenige kann aber sogar trotzdem sehr sinnvolle Sachen für diesen ganzen Gender-Diskurs zum Beispiel mit reinbringen. Yeah. Und das wird dann aber ja gar nicht mehr gesehen, weil, und dann wird wieder Rhetorik, boah, du hast da mal hier gesagt, du findest da was doof oder so, ja. Ja, yeah. Aber man muss auch, also was ich hier auch so interessant finde, das hat ja auch die Ursprünge, diese Doppelstandards in diesen postmodernen marxistischen, neomarxistischen oder postmarxistischen Philosophen wie im Herbert Marcuse, da hat er ja ein Essay geschrieben, das heißt Repressive Toleranz, und da hat er ja in einer Abhandlung 1965, da kommt ja auch das ganze Zeugs her, Kritik der reinen Toleranz geschrieben. Und was ich hier eben so interessant finde und was du auch im Geschlechterdiskurs wiederfinden kannst, jetzt hier damals eher natürlich auf die politischen Aspekte bezeichnet, aber das ist ja auch sehr antidemokratisch, wenn du es mal anhörst, ja. Seine Gedanken, darin bezeichnet er seine Idee der Toleranz als parteiliches Ziel, als subversiven, befreienden Begriff und ebenso Praxis. Praktisch fordert er die Intoleranz gegenüber Bewegungen von der politischen Rechten und Duldung von Bewegungen der politischen Linken. Das ist ja auch so ein skurriler Aspekt der Neuzeit. Mhm. Links gut, rechts böse. Ja, ja. Er legitimiert dieses Programm mit seinem Konstrukt, das Telos der Toleranz sei Wahrheit. Ja, was nach postmodernen Auffassungen Wahrheit ist, sei es mal dahingestellt. Mhm. Die Umsetzung der zu Beginn der Neuzeit entwickelten Idee der unparteiischen Toleranz schütze dagegen die bereits etablierte Maschinerie der Diskriminierung. Und da wissen wir auch, was die Postmodernen jetzt hier ungefähr als Diskriminierung sehen. Mhm. Unterschiedliche Ergebnisse. Befreiende Toleranz würde mithin Intoleranz gegenüber Bewegungen von rechts bedeuten und Duldung von Bewegungen von links, wie er hier in seinem Essay schreibt. Sehen wir ja heute auch in der Neuzeit, wie das gesellschaftlich mittlerweile gang und gäbe ist. Nur halt hier, man kann auch links mit Frauen und rechts mit Männern. Also, ja, ja, das ist tatsächlich mittlerweile so der Fall, ja. Ja, das also, so, dass es so gesehen wird. Ja. Tendenzen auf alle Fälle vorhanden. Marcuse formuliert dagegen eine utopische Gesellschaftsvorstellung. Utopie heißt nirgendwo im Griechischen, soweit ich weiß, in der das Individuum frei in Harmonie mit anderen lebt und öffentliche und private Wohlfahrt für alle gewährleistet ist. Ja, oh, haben wir noch nie probiert, müssen wir nochmal machen. Das ist halt auch eine Dynamik, die niemals sehen. Es gelte, eine Gesellschaft herbeizuführen, worin der Mensch nicht durch Institutionen versklavt sei. Die gegenwärtige herrschende Toleranz, auch in demokratischen Staaten, akzeptiert eine aggressive Politik, Aufrüstung, Chauvinismus und Diskriminierung aus rassistischen und religiösen Gründen. Heute sexistisch, würden sie sagen. Nach Marcuse existiert eine objektive Wahrheit, die durch die Diskussion des Volkes, da sehen wir schon diese Machtdiskurse, ja, die Wahrheit ist draußen, aber man kann sie niemals wirklich greifen, nicht einmal teilweise, das sind die postmodernen Ideen, von Individuen und Mitgliedern politischer und anderer Organisationen die Politik einer zukünftigen demokratischen Gesellschaft bestimmen solle. Seine antidemokratische Idee bedeutet eine Abkehr
von rückschrittlichen Bewegungen. Und was rückschrittlich ist, kennen wir ja. Die klassische konventionelle Männlichkeit, die natürlich immer zu Toxizität und Sexismus führt. Und das, wo wir gefragt haben in dem ersten Video von uns, dieses, wo ist die moderne Frau? Ja. Ist wird wieder beleuchtet. Nicht, völlig nicht enthalten, weil die Frau hat ja keine Tendenz. Genau, sie ist ja empirisch gar nicht der Fall. Ja. Die Frau, also das weibliche Gender, also Gender weiblich, gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Das ist ein völlig fluktuativer Moment. Frauen sind eigentlich Götter, die nämlich omnipräsent sind oder die sind anscheinend nicht begrenzt, die haben keine Bedürfnisse, die sind... die haben eigentlich gar keine, ja, die haben gar kein Verhalten. Ja, der Mann pustet, ist der Wind und die Frau ist das Segel, was durch den Mann getrieben wird. Genau. So sehen die das. Und das ist ja auch wieder dieser Benevolent Sexism, dass es halt sagen, okay, ja, Unterverantwortlichkeit. Mhm. Und zum Schluss hat er noch geschrieben, dass rückschrittlichen Bewegungen die Toleranz entzogen wird. Das ist ja genau das, ja. Konventionelle Männlichkeit zählt ja mittlerweile auch zu einer rückschrittlichen Bewegung, wie wir aus dem Mainstream hören. Ehe sie aktiv werden können, dass Intoleranz auch gegenüber dem Denken, der Meinung und dem Wort geübt wird. Cancel Culture. Intoleranz vor allem gegenüber den Konservativen und der politischen Rechten, aber halt hier im übertragenen Beispiel auch auf die toxischen Männer. Diese antidemokratische Vorstellung entsprechen der tatsächlichen Entwicklung der demokratischen Gesellschaft. Heftiger Gaslight, weil er sagt, okay, Antidemokratie ist die eigentliche Demokratie, weil links gut, Frauen gut, Männer böse, rechts böse. Und zum Schluss hat er noch gesagt, ja, welche die Basis für allseitige Toleranz zerstört hat. Und das ist ja heftige postmoderne Logik, die sich aber halt auch im Geiste übertragen hat auf diesen postmodernen Feminismus. Was halt echt richtig verrückt ist. Und das hat ja auch der James Lindsay alles schön analysiert und hier zusammengefasst, auch die Kate Mann ist ja auch eine postmoderne Feministin, Down Girl, die Logik der Misogynie oder Frauenfeindlichkeit, da zitiert er sie, gemäß dem positiven Vorschlag zur Frauenfeindlichkeit, den sie im Kapitel 2 entwickelte, sollten wir Frauenfeindlichkeit stattdessen in erster Linie als eine Eigenschaft sozialer Umgebungen verstehen, in denen Frauen aufgrund der Durchsetzung und Überwachung patriarchaler Normen und Erwartungen Anfeindungen ausgesetzt sind. Das ist immer lustig, weil da sagt sie, okay, es ist immer extern oder halt dann internalisiert. Ja, und letztendlich kann dann eben alles frauenfeindlich sein. Ja. Und das, weil es ist, wie genau wie halt sagen, es ist die soziale Umgebung. Ja. Das heißt, ja, alles, was ich jetzt kritisch finde als Frau, also jetzt oder auch, also persönlich, einfach nur für mein Ziel, für was auch immer, egal was, oder wenn irgendwas gegen meine eigene Person geht, selbst wenn es legitim wäre, was gegen meine eigene Person geht, kann ich immer eben, wie ich das vorher gemeint habe mit diesem WG-Beispiel und dem nicht abspülen wollen, dann kann ich im Endeffekt sagen, als Frau, ja, was, ich weiß, ich habe meine Teller jetzt nicht abgespült. Willst du jetzt, dass ich als Frau abspüle? Yeah, ah, das ist ja Unterdrückung. Willst du, dass ich jetzt... Alte Rollenbilder machen. Ja, klar. Also das ist Frauenhass. Ja. Und ich sage... Also jetzt nur als stupides Beispiel natürlich, ne? Wir reden ja über filigranere Sachen da in gesellschaftlichen sozialen Strukturen, aber das ist halt schon genau dieser sehr Punkt. Sehr machiavellistisch auch. Es zählt nur das Ende, der andere als Mittel zum Zweck. Und deswegen ist ja auch diese kritische Theorie eine angewandte Psychopathologie, weil es fördert ja diese Geisteskrankhaftigkeit. Ja, idealistische Rede. Also ja, wieder alles wird moralisiert. Ja, schon. Lesen wir noch weiter. Oft, wenn auch nicht ausschließlich, soweit sie gegen patriarchalisches Recht und Ordnung verstoßen. Frauenfeindlichkeit dient daher dazu, die Unterordnung von Frauen zu erzwingen und zu kontrollieren. Ja, sie wollen ja nicht den Christian Grey, der dominant ist, der toxisch männlich ist. Ne? Das sind ja nur die Männer, die das den Frauen anerzogen haben, wie auch immer. Und die männliche Dominanz vor dem Hintergrund anderer sich überschneidender Systeme von Unterdrückung und Verwundbarkeit. Das ist auch so heftig, weil sie ja sagen, okay, männliche Dominanz, die ist einfach da und die Frauen sind da nicht. Vor allem die Dynamiken der sexuellen Selektion, die Schöne und das Biest, ja. Seit Urzeiten, überall siehst du das in allen Kulturen, dass Frauen das abfeiern. Aber das wird natürlich externalisiert, die Verantwortung. Dominanz und Benachteiligung sowie unterschiedliche materielle Ressourcen zu erzwingen und zu begrenzen, die sozialen Strukturen, Institutionen, bürokratische Mechanismen ermöglichen, einschränken und so weiter. Und das ist halt auch diese klassische Rhetorik, die wir jetzt ja hier mehr oder weniger mehr und mehr durchgekaut haben, weil sie ja dann sagen, das ist Sexismus sowas. Anstatt dass Frauen
Das ist ja die dunkelste verbotene Sache. Kann es sein, dass Frauen vielleicht teilweise Dominanz von Männern mögen? Kann es sein, dass Frauen auch viel mehr fürsorglich sein wollen, dass sie eben sich um Kinder kümmern, weil das evolutionspsychologisch seit Ewigkeiten Sinn gemacht hat und diese Tendenzen sich vor allem in egalitären Ländern immer mehr und mehr zeigt? Nee, mhm. Weil das würde ja gegen das ideologische Weltbild von den Postmodernisten widersprechen. Ja, der Witz ist, es würde, wenn es ein ordentlicher Relativismus wäre, weil in meinen Augen, dann würde sich das ja nicht widersprechen. Aber wie wir auch schon öfter geredet haben, im Hintertürchen hören sie ja dann wieder eben so realistische Tendenzen raus, also die eben völlig antipostmodernistisch sind, indem sie eben sagen, ja, es gibt einen ganz klaren Frauenhassbegriff. Mhm. Und der ist eben der Gestalt, nämlich alles. Ja. Kann Frauenhass sein. Wie man es halt, ja, halt braucht. Das ist eben Schrödingers. Da haben wir so Aktivismus dieses, pur. Wieder diese Schrödingers-Logik, ja, der Form, ja, also alles kann immer, weil strukturell, kann alles immer frauendiskriminierend und sexistisch sein. Ja, und sie schlägt dann zum Schluss noch vor, Sexismus als den Zweig der patriarchalen Ideologie zu betrachten, ja, Frauen können ja niemals Männer diskriminieren, der eine patriarchale Gesellschaftsordnung rechtfertigt und rationalisiert. Und Frauenfeindlichkeit als das System, wird einfach so behauptet, das eine herrschende Norm und Erwartung kontrolliert und durchsetzt. Das ist eben die Verschwörungstheorie. Mhm. Sexismus ist also wissenschaftlich, kategorischer Fehlschluss, Frauenfeindlichkeit ist moralistisch. Und eine patriarchale Ordnung hat eine hegemoniale Qualität. Und das ist halt auch hegemoniale Männlichkeit. Diese Idee haben sie ja. Die kulturelle Hegemonie haben die Männer, weil die ja das Narrativ kontrollieren. Wobei man, wenn man mal in die Gesellschaft schaut, du hörst ja nur noch weiblich dominierte, ja, also Narrative. Davon abgesehen, gut, das mag auch der Feminismus auch irgendwo geschafft haben, so der Anfangsfeminismus, hier Alice Schwarz und so weiter. Aber der Witz ist ja, das ist ja eben die Frage immer, das hatten wir auch schon in Videos, in welcher Hinsicht ist denn das Machtverhältnis? Mhm. Ist jetzt der Mächtige, der das Haus hat, der es kauft und der die Frau da reinsetzt und der sagt, du gehst jetzt an den Herd und so, weil ich gehe ja arbeiten und so schaut jetzt die Arbeitsteilung aus und so weiter und er macht die Gesellschaftsarbeit und das alles und so weiter und so fort. Oder ist derjenige, für den das gemacht wird, der Mächtige, mhm, der auch weiterhin der Selektionist ist und dann jederzeit auch sagen kann, das Haus war mir jetzt ein Ticken zu klein, es tut mir leid, ich bin jetzt weg. Und natürlich auch nie so verbalisiert wird, wieder andere Kiste, ne, aber das ist ja der Punkt. Wer hat jetzt in welcher Hinsicht die Macht? Also wenn das jetzt als mächtig gilt, da rauszugehen, den Job zu machen, das ganze Zeug zu machen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwo da das ganze Sagen zu haben, in einem oberflächlichen Sinne. Mhm. Ja, wenn das der mächtige Part ist, okay. Aber na, das ist halt immer die Frage, für wen wird das alles gemacht? Mhm. Und wem simmt denn der Mann letztendlich immer irgendwo hinterher? Ja. Und das ist so. Und für was tut er das alles, um das zu erreichen? Und der James Lindsay hat es hier perfekt analysiert, ja. Das heißt, in der sozialen Gerechtigkeit, also hier in dieser postmodernen Ideologie, treten Sexismus und Frauenfeindlichkeit nicht als isolierte Vorfälle einzelner sexistischer oder frauenfeindlicher Agenten oder Handelnden vor. Oft, aber nicht immer Männer, sie auch internalisierte Frauenfeindlichkeit, ja, internalisierter schon, genau. Sexismus, falsches Bewusstsein und Bewusstseinsbildung, das ist halt auch alles, ja, erzaubert durchs Patriarchat. Ja, genau, oft dieses Ding, was ich auch schon hatte in diesem Gender-Seminar, wo dann die Dozentin meinte, es gibt ja auch Frauenfeindlichkeit von Frauen gegen Frauen. Genau. Und zwar eben, sie hat dann das Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, was das konkret für ein Beispiel war, aber es war der Form, ja, also wenn Frauen zum Beispiel sagen, dass andere Frauen, also dass Frauen generell da und da irgendwie so sind oder dass die da irgendwie scheiße sind oder was auch immer, ja, das ist halt Frauenfeindlichkeit. Ja. Ich sage, okay, Es scheint also zu sein, es kann niemand Frauen empirisieren oder kritisieren, weil das ist alles Frauenhass. Ja. Aber gleichzeitig, wenn Frauen das tun, die tun das auch und das ist dann auch gleich Hass. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand in meinem Umkreis mir mit der Red Pill recht geben würde als Frau, dann ist das halt auch eine Frauenhasserin. Ja, ja, ja. Das ist voll. Dann gar kein Beispiel dafür, dass man sagt, schau mal, es können auch welche reflektieren und sagen, ja, das ist so. Und wenn du Kritik übst, dann bist du fragil männlich. Dann ist es fragile Männlichkeit. Genau. Und insgesamt wird es aber, wenn es von weiblicher Seite kommt, zumindest aufs Patriarchat zurückgelegt. Genau. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft, durch direkte theoretisierte Machtdynamiken, die aber halt nie belegt werden, die zwischen Männern und Frauen bestehen müssen. Dies ist die typische Sichtweise, die innerhalb der
postmodernen Theorie entwickelt und vorangegeben wird, aber halt nie deduktiv abgeleitet. Das ist halt auch sehr spannend. Warte, ich lese mal hier noch. Ja gut, das ist schon, deduktiv ist es abgeleitet. Ja, aber die beweisen es ja nicht. Ja, ja, das ist der Punkt. Es ist halt, der Punkt ist halt, ich kann halt alles deduktiv ableiten. Mhm. Der Punkt am Ende ist, ich muss mich halt fragen, für was, für welche Anwendung ich das tue. Und wenn ich angeblich eine Gleichberechtigung schaffen will, dann muss ich mir beide Seiten im Sinne von Verhaltenstendenzen anschauen und kann nicht das eine als Frauenhass eben betiteln, nämlich Frauen zu empirisieren. Und das ist ja der Punkt dahinter. Mhm. Deduzieren kann ich alles mögliche. Ich muss mich nur fragen, für was? Und für die Anwendung Gleichberechtigung. Wenn das so wäre, dass es also auf Gleichberechtigung abzielen soll, ja, dann haben sie es leider verbockt, ja. Die Deduktion. Also dann ist halt die Deduktion das, was wir alle als tendenziös bezeichnen. Genau. Und da sagt er dann auch noch, dass eben in ihrem hochgelobten Buch Frauenfeindlichkeit in erster Linie als systematisches Merkmal charakterisiert wird, ja, dass die moralisierende Kraft ist, die überwacht die angebliche patriarchale Ordnung, von der sie lediglich annimmt, dass sie existiert und die moderne, fortgeschrittene, freie und demokratische Gesellschaft charakterisiert. Es ist für Mann nicht nur der Vollstrecker des Patriarchats im Sinne von Ungerechtigkeit, Feindseligkeiten, denen Frauen ausgesetzt sind, die als Agenten, also als Individuen in einer Männerwelt agieren wollen, aber auch die Erwartungen, dass Frauen in vielen verschiedenen Bereichen höhere Standards als Männer erfüllen, dann dafür bestraft werden, so ein Schwachsinn. Also vor allem Männer haben ja im Durchschnitt wirklich so, die sagen immer die Glasdecke für Frauen, aber die Männer haben die Glasdecke nach unten, dass wenn sie unter einen bestimmten Rahmen fallen, finden sie die Frauen immer attraktiv, dass sie diesen höheren Standards nicht gerecht werden. Darüber hinaus ist die angebliche unvernünftige Erwartung, dass Frauen als Geber gesehen werden und behandelt sind, sie auch emotionale Arbeit. Das ist aber ja, halt das ist ja dieses Ding mit diesem emotionalen Ballast. Ja. Und das Ganze hat auch schon viele Diskussionen. Ja, ist halt die Frage, jeder Mensch... Das hat er Mensch, hier auch nochmal analysiert. Jeder Mensch muss in irgendeiner Hinsicht, er hat einen emotionalen Ballast. Da können wir uns jetzt natürlich drüber streiten, wer da jetzt mehr hat. Das mag schon sein, dass die Frau in der Beziehung auch so einen kleinen gewissen Mutterersatz mimt oder halt den dann übernimmt, diesen Part. Teilweise auch von Männern halt, vielleicht auch ein bisschen aufzwungen und so weiter. Ja, dass er halt viel da mit dem Typen dann macht und so weiter und so fort, was er selber machen könnte, so nach dem Motto. Aber die Frage ist halt, ja, was ist denn zum Beispiel, bevor es überhaupt zu einer Beziehung kam oder so, was ist denn da passiert? Wie viel Scheißaufwand hat der Mann? Und wie viel eben enormer emotionaler Ballast, weil er dabei auf dem Weg auch beleidigt wurde und so weiter. Na, bei dem ganzen Game, beim Dating-Game. Ja. Was hat er da dafür getan? Ja. Wie viele Mädels hat er denn angesprochen? Was hat er alles aufgebracht? Wie viele Schmerz und Leid und Beleidigung hat er auch aushalten müssen? Mhm. Auch von Frauenseite muss man wieder halt einfach sagen. Aber das ist dann die Empathy-Gap, weil ja. es ist egal. Es ist, genau. Dem Mann, beim Mann passt es halt. Frauen schon. Wollen nur, wie der Richard Cooper sagt, Frauen wählen die Gewinner an der Ziellinie und interessieren sich ja. Wurscht genau. um den Struggle dahinter. Ja, natürlich. Es ist eine Empathy-Gap, aber man kann auch wieder sagen, die Empathy-Gap ist auch wieder zurückzuführen auf, dass das gar nicht erwähnt wird überhaupt, also dass darüber ja gar nicht gesprochen werden darf. Männer sind die Leistungswesen. Ja, ja. Und ja schon, beziehungsweise wird ja gar nicht als Leistung angesehen, ja, ja. weil die Dating-Dynamiken, ja. die Red Pill behauptet, sind ja Frauenhass and therefore auch nicht wahr. Nicht legitim. Die sind ja nicht, die stimmen ja nicht. Ja. Ja, es ist ja gar nicht Hypergamie. Wie oft die das jetzt schon gehört haben von Frauen? Ja, also das mit der Hypergamie, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und so und durchgelesen lassen, so, das stimmt ja gar nicht. Sobald ich das sage, und weil mir sehe ich auch keine Leistung Kontext, des Mannes. Erzähl den Kontext, in dem sie das gesagt hat. Soll ich den ganzen Kontext raus? Nur ganz kurz. Also, sie hat ja in der Abselektion... Okay, hauen wir nur eine Geschichte raus. Und zwar hat die mit meiner aktuellen Freundin war der Punkt, dass wir halt beide so ein bisschen rumgeschaut haben, mal so mit mal so ein drittes Mädel mal kurz so ein bisschen in die ganze Kiste mit einbeziehen. Und hatten dann eine Dame am Start, per Chat halt auch und so weiter, die ich auch so ein bisschen vom Hören uns auch so ein bisschen persönlich kurzfristig kannte, die eine sehr gute Freundin jetzt mittlerweile einer Ex-Freundin ist. Ja. Diese Ex-Freundin ist jetzt auch hardcore in so feministische, also radikale Schiene auch reingegangen von 0 auf 100 plötzlich. Ja, neue Kreise, ne? Weiblicher Konformismus könnte man wieder einschmeißen, neue Kreise, sofort implementiert. Ja. Und nach außen hin hart auch dann normativiert das Ganze und so weiter. Und
Jetzt ist es natürlich so passiert, dass dann diese Ex-Freundin natürlich dann auch ausgewirkt hat auf den wiederum Konformismus dieser neuen Freundin von ihr. Mhm. Plus Female Choice Coping und so weiter und so passiert, ist ja jetzt schon abselektiert. Also tut sie gut, also die Freundin tut jetzt da auch gut daran, dass sie diesen neuen Kerl nicht nimmt. Yeah. Und dann ist es auch egal gewesen, dass da bei mir nur eine Frau mit im Spiel wäre oder so, ne? Weil das ist ja auch dann oft nur so mal, ne? Auch Frauen haben ja teilweise, auch Bi-Frauen haben ja teilweise Probleme, andere Mädels herzubekommen, weil der Markt eben so aussieht, wie er aussieht. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und das war aber dann trotzdem, da sieht man auch, wie stark diese ganzen Phänomene auf weiblicher Seite sind, auch sowas wie zum Beispiel Choice Coping und sowas. Mhm. Und wirklich siehe da, also man muss nur dazu sagen, bevor das so Reputation destroyed wurde, diese Kiste, das ist nämlich dann passiert, aber davor muss man nur dazu sagen, die hat mir dann irgendwann mal vorher, wo sie nur positiv da ein bisschen selektiert hat anscheinend, hat sie irgendwann mal geschrieben nach einem Date und so, und hat sie irgendwann mal dazu geschrieben, ja du, wir können gerne mal jetzt Tacheles, hat sie dann geschrieben, so du, laber mal nicht um heißen Brei, Dreier gerne mit deiner Freundin und so, und hey, und aber hier so die und die Bedingungen, und sie meldet sich dann, weil sie hat gerade viel zu tun und bla bla. Und dann kam eben ein paar Wochen später, hat man mal wieder geschrieben, und da habe ich dann so zu ihr gemeint, ja, also das, da hat mir jetzt so ein bisschen den Schwanz einzogen, glaube ich, gell? So, da hast du ein bisschen hoch gestapelt, gell? So, bloß ein bisschen halt Spaß gemacht und so. Und dann hat sie gemeint, hat sie so eine Sprachnachricht zurückgeschickt der Form, ja, also sie hat jetzt eben von besagter Freundin von ihr, alias Ex, einer Ex-Freundin von mir, eben jetzt gehört, dass ich da hier so mit diesem Frauenhasszeug da so, und ja, und genau, und da kam sie dann auch mit dem Ding an, ja, und sie hat sich das auch mal so angehört und angeschaut, so ein bisschen sowas mit Hypergamie und so, aber sie sieht das nicht so. Ja. Yeah. Ironischerweise, während sie das sagt, dass sie das nicht so sieht, hat sie ja astrein hypergam agiert, indem sie eben Female Choice Coping, sie hat erst ja gesagt, sie hat ja auch gesagt selber, sie hat dann selber gesagt, ja, sie hätte das schon damals vorgehabt, aber jetzt hat sie ein bisschen was gehört und jetzt will sie es nicht mehr. Ja. Yeah. Das ist ja 1:1 Hypergamie. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil, wenn ein Mann hören würde, boah, Achtung, boah, du musst schwer aufpassen, die ist Feministin. Ja, dann ist der Prozentsatz hoch, dass er trotzdem machen würde. Ja, ja, weil scheiß weiß drauf. Ja, ja. Am Ende vom Tag, mein Gott, Hauptsache, da geht jetzt was Schönes. Mhm. Und das ist ja der Punkt dahinter, das ist ja astrein hypergam. Und die sagt, während sie gerade ultra hypergam agiert, sagt sie, das mit der Hypergamie, das ist, also das finden, nee, das stimmt nicht. Ja. Ja, also ich muss zum Schluss hier nochmal das Ding zeigen, weil auf Wokipedia sehen wir ja auch nice diese Dynamik nochmal, wo sie halt versuchen, das zu definieren, aber die klassischen Postmodernisten halt wieder, ja. Misogynie wurde früher als individualisierend, als Frauenhass im engeren Sinne bezeichnet, was nach meiner Aufsicht absolut legitim ist. Aber so hat sich das Verständnis heute auch in Deutschland auf gesamtgesellschaftliche Sichtweise von Frauenverachtung erweitert. Da sieht man das Zauberwerk der Postmodernisten. Misogynie, Kennzeichnung von Einstellungen, die die strukturelle Benachteiligung, geht man schon mal im Ende rein, in der Gesellschaft im privaten Bereich widerspiegeln. Misogyne Einstellungen und Verhaltensweisen äußern sich sowohl offen restriktiv, ja, Karrierehemmnisse, ungleiche Bezahlung. Das ist natürlich nur externen Kräften. Ja, das ist ein Punkt, da wird halt auch, das ist ja Totschlagargument auch immer. Ja, und auch und nicht gefragt, warum das so ist und so weiter. Ja, genau. Das ist wie, einfach schlecht. Wie auch durch die verdeckte Weise erfolgende Beschränkung der Frau auf ihre traditionelle Geschlechtsrolle, Verzerrung des Selbstbildes, aufgrund spezifischer Sozialisation. Gibt ja gar keine bestimmten Sachen. Oder hier auch Betonung ihrer schwächeren Position durch überlieferte Höflichkeitsformen. Weißt du, wenn der Doktor immer sagt, Fräulein, deswegen, ja, da weißt du schon, aus welchem Mindset die kommen. Ja, natürlich, natürlich, alles. Das ist dann schon, wenn er sagt Fräulein, ist es schon Frauenhass. Ja, genau. Ja, richtig, richtig. Da Misogynie als emanzipationsfeindlich im engeren Zusammenhang mit dem umfassenden Autoritarismus gesehen wird, erscheint ihre Überwindung nur im gesamtgesellschaftlichen Kontext möglich. Und das ist Lexikon der Soziologie, das siehst du schon, komplett postmodern verseucht, ohne dass da wirklich noch Wissenschaft gemacht wird. Genau, und wir sehen auch hier wieder, das ist an sich wissenschaftlich gemeint, also, ne, also hier spezifische Sozialisation. Ja. Und ich sage ja auch immer, wie gesagt, dieses Biologie versus Sozial ist so eine leidige Scheindebatte in meinen Augen, in meinem Denken. Aber, und das ist der Clou, was das in erster Linie tut, ist, Sozialisation ist gemacht, da sind wir wieder bei Judith Butler und solchen Konsorten, wissen wir ja, ist gemacht von Machtstrukturen und diese Machtstrukturen sind in der Hand von Männern und die sind auch intentional in deren Hand. Ja. Also die wollen das so, das hat keine weiteren Ursachen
es ist nicht so, dass die Frau das so will, dass der Mann da sitzt. Ja, ja. Und deswegen selektiert sie positiv und die anderen halt negativ. Nein, es ist, die Männer wollen das einfach so, weil sie einfach aus sich selbst heraus machtgierig sind und Macht über Frauen und alle ausüben wollen. Ja. Und deswegen heißt diese Sozialisation, kann ich eigentlich dann immer übersetzen in diesem Mindset der Form in männliche Intentionalität. Ja, aber das Witzigste ist, dass sie dann hier nochmal weitergehen und sagen, okay, Misogynie ist nicht nur auf Männer beschränkt, sondern auch bei Frauen weit verbreitet. Die Mittäterschaft, die sind ja wie gesagt nur diese Anhängsel vom starken Mann. Mhm. Und sowohl von Jung als auch Mädchen über die Sozialisation verinnerlicht, ja, mhm. Die magische Sozialisation. Obwohl Misogynie bei Männern am häufigsten ist, stimmt leider nicht, weil heute haben wir halt die Daten und vor allem auf Twitter sind Frauen diejenigen, die am heftigsten andere Frauen, ja, tendenziös und beleidigen. Ja. Genau. Existiert sie auch bei Frauen, wird aber von Frauen gegen andere Frauen oder sogar gegen sich selbst angewendet. Die Misogynie fungiert als Ideologie oder Glaubenssystem, das seit Jahrtausenden patriarchalische oder männliche dominierte Gesellschaften begleitet und weiterhin Frauen in untergeordneten Positionen mit eingeschränktem Zugang zu Macht und Entscheidungsfindung platziert. Das ist ja das, ja, das ist die Behauptung, die sie aber nie deduktiv ableiten. Ja, ist es wirklich kulturell, sozial vererbt oder hat es vielleicht andere Dynamiken, Stichwort sexuelle Selektion, wird halt leider Gottes nie mit einbezogen. Seither haben Frauen in westlichen Kulturen ihre Rolle als gesellschaftliche Sündenböcke verinnerlicht. Also ich weiß ja nicht, ob Frauen da wirklich heutzutage vor allem noch als Sündenbock in der Masse dargestellt werden. Die im 21. Jahrhundert durch vielfältige Objektifizierung von Frauen zutage tritt, mit ihrer kulturell sanktionierenden Selbstabscheu und ihren Fixierungen auf plastische Chirurgie, Anorexie und Bulimie. Das ist auch sehr interessant, weil es auch nicht die Realität abdeckt, weil durch Dating-Apps siehst du ja, wer das ja, leicht oberflächlichere Geschlecht ist und vor allem mehr objektifiziert. Frauen achten bei Männern umso heftiger auf Gesichtszüge, dass da alles passt, Körpergröße auch heftig, weil Männer... Und da haben wir ja schon öfter auch in diesem Blackpill-Video, das ist letztendlich mal nur der erste Filter. Ja. Und wenn er da durch ist, der Typ, ja, dann geht es ja erst so richtig los mit Verhalten und Soziostatus. Genau, richtig. Und das wird ja auch nie mit einbezogen, weil diese Männer werden ja gar nicht als Lebewesen wahrgenommen, weil nur die Männer in Positionen von Status und Prestige, die ja auch von der sexuellen Interesse interessant sind, als Männer wahrgenommen werden. Und das, was da auch wieder da drin ist, das ist ja eigentlich erstmal so Trivial-Einwurf, weil es ist ja trivial zu sagen, dass das eine Geschlecht das andere objektiviert, weil beide Geschlechter objektivieren sich, gerade was Geschlechtsakt anbelangt und Dating und so weiter, ja immer sofort. Ja, ja. Das ist ja die objektive Sicht. Ja. Also wenn ich mich frage, will ich mit demjenigen was anfangen? Ja. Oder mit derjenigen eben in dem Fall? Ja. Ja, dann objektiviere ich das Gegenüber. Yeah. Zwangsläufig. Das ist erkenntnistheoretische Trivialität. Yeah. Da wird aber gesagt, ja, nur der Mann objektiviert. Wieder Verdeckung der Hypergamie. Und der Witz ist dann daran, jetzt muss man sich eben nur fragen, was ist denn jetzt ein Problem, dass es eine objektive Sicht ist? Ist es jetzt ein Problem, dass der Mann objektiv auf das Äußerliche der Frau schaut? Ja, wie wir gesehen haben aus dem dreidimensionalen Gehirnaspekt, dass es halt auch ein Grundpfeiler des Gehirns ist. Ja, und da sehen wir halt auch, Männer schauen, ich sag dann immer dazu, Männer schauen wenigstens nur aufs Aussehen. Mhm. Das Problem ist nämlich, dass Frauen, mal davon abgesehen, dass sie auch stark aufs Aussehen schauen, wie du sagst, vor allem dann auch nur oder eben groß, also sehr stark auch, wenn man das, je nachdem, wie man es nennen will, auf Verhalten und sozioökonomischen Status schauen, weil das Problem ist nämlich, das macht sie ja aus ihrer übergaben Logik, aus ihrer instrumentalistischen Sicht heraus, für ihre Reproduktionsstrategien. Und das Problem ist, das Einzige, was ja idealistisch sein kann, ist eben Verhalten. Ja. Und wenn ich mich, aber ich kann mich quasi dann als Mann nicht idealistisch gut verhalten, oft der Frau gegenüber, gerade im Dating-Game, weil sie das so nicht haben will in ihrer Sexualität. Beziehungsweise, weil ich fliege dann halt raus. Ja, vor allem, also das Brutale ist ja vor allem mit dieser Größe. Deswegen sagt man auch, dass kleine Männer immer mehr wegselektiert werden durch sexuelle Selektion, weil die Frauen hier ja diskriminieren und die dann wegselektieren. Oder so, und auch wieder auf Aussehen. Ja, und die dann viel seltener in so hohe Statuspositionen kommen oder überhaupt in die Möglichkeit, Game anzuwenden, weil sie 1,50 sind, wie in der vorletzten Story auch mal geschildert. Ja, man kann eigentlich sagen, dass große Männer deswegen in Diskussionen oder egal wo auch immer, in sozialen Gruppen und Nischen und so weiter, ernster genommen werden als kleinere, dünne Männer oder sowas, weil
alle im Rudel quasi wissen, dass die Frau den positiv selektiert. Ja, ja, schon. Weil ansonsten, wo sollen solche Mechanismen herkommen? Ja, teilweise. Weil einfach definitiv. Nur groß zu sein, einfach so, dass das einfach so irgendwie was bringt in der Diskussion, ist natürlich rational gesehen überhaupt nicht der Fall. Ja, und jetzt kommt der Oberknaller, noch diese Pyramide, die ist nämlich sehr, ja, wie soll man sagen, instruierend. Mhm. Da sagen sie, okay, die erste Stufe von der Frauenfeindlichkeit ist die fehlende Identifikation und Empathie mit Frauen sowie fehlende Unterstützung von Frauen. Das Problem dabei ist, wenn du dich mit Frauen identifizierst oder dich halt hinstellst als Mann, dann hast du sofort in der weiblichen Selektion verkackt, weil Frauen will, weil die Frau will ja das polare Gegenteil und nicht eine weitere Frau oder ein Mann, der... Ja, weil sonst sieht sie es selber als Konkurrenz an, diese Betaisierung, und das muss dann ganz schnell und aggressiv auch weggeschoben werden. Ja, und es ist ja nicht interessant, wenn der Mann sympathisch ist, er muss ja spannend sein. Ja, ja, genau. Und das ist ja die Krux, das ist ja genau diese Krux. Ja. Strukturelle, wirtschaftliche, rechtliche Ausgrenzung bzw. Benachteiligungen von Frauen. Ja, das... Vor allem, dann sagen sie Punkt 3, geringere Anerkennung von Frauen bei der Arbeit, Care-Arbeit, Gender Pay Gap. Und das ist ja das, ne? Dann sagen sie, ah, das sind ungleiche Ergebnisse. Das ist Diskriminierung. Ja, das sind diese ganzen Sachen, sie halten eigentlich toxische, wie wir ja immer wieder sagen, Frauen halten mit ihrer Selektionslogik toxische Männlichkeit und das, aus feministischer Sicht diskriminierendes Verhalten gegenüber Frauen halten die ja immer wieder am Leben. Ja. Mit der Selektion von Alpha-Fax, Beta-Fax. Ja, ja, voll. Ja. Und das ist ja das, sobald sie wirklich die netten Hausmänner wählen würden und sich nicht viel mehr von denen scheiden, dann würde die toxische Männlichkeit in Anführungszeichen von heute auf morgen sofort weg sein. Das ist ja das, was ich Spaß ist, also auch so ein bisschen ironisch, aber auch schon auch kritisch gemeint, bei mir im Instagram, weshalb das dann mit dieser Gewerkschaft dann so down ging, was wir letztens haben mit diesem Völkern Jesus gecancelt Video da hatten, wo ich da aus diesen Demonstrationen da ausgeschlossen wurde, wo es um was ganz anderes ging eigentlich da, so Uni-Apparat-Zeug, was die dann da auch als frauenfeindlich und so deklariert haben, da habe ich eben hingeschrieben, unter das Bild, wo ich so dran stehe, dieses Lustige mit diesen Schildern, evolutionäre Psychologie für Gleichberechtigung. Ja. Da habe ich drunter geschrieben, Gedankenexperiment, nehmen wir mal an, der Großteil der Frauen würde genauso easy peasy mit 99% der Männern schlafen, wie sie, und da ist natürlich, klar, Feministen sprengt es jetzt schon Kopf, was, du willst das, also du zwingst Frauen, dass sie einfach mit einem... Die systematische Logik hinter der Hypergamie ist ja genau der Punkt, wenn 99% der Frauen oder was, wenn der Großteil der Frauen mit 99% der Männern einfach so schlafen würden, wie sie es mit 1% tun, dann würde sich toxische Männlichkeit... Insel. Ja, genau. Und dann würde sich aber, und das ist ja der Punkt dahinter, dann würde sich toxische Männlichkeit und eine Ungleichberechtigung, blöd gesagt, in Luft auflösen. Absolut. Dann würden Männer offen kommunizieren können, dann würden sie empathischer sein und so weiter und so fort. Und genau das, was sie im Dating-Game leider eben häufig abselektieren, würde, dann eben, da würde diese ganze Marktlogik dann abflachen. Das ist genau der Punkt. Ja, oder dann sagen sie auch noch Verantwortungsumkehr gegenüber Frauen, also Schuldzuschreibungen an das weibliche Opfer, Victim-Blaming, Selbstbeschuldigungssündenbock. Und das ist ja das, ne? Frauen sind ja generell immer unterverantwortlich. Mhm. Und wenn du sie genauso verantwortlich haltest wie die Männer, dann ist es Frauenfeindlichkeit. Mhm. Weil für eine Gruppe, die immer privilegiert im puncto Unterverantwortlichkeit ist, ist eine Gleichberechtigung plötzlich eine Diskriminierung. Ja. Das Interessante bei diesem Täter-Opfer-Umgleich, das ist mir jetzt auch schon öfter vorgeworfen worden aus feministischer Seite, auch wie Victim Blaming, ist ja, das Interessante daran ist ja, wir können den Spieß genau, also logisch und deduktiv wieder, können wir das genauso auch umdrehen und sagen, ja Moment, eigentlich denunzierst du mich jetzt, also eine Frau denunziert mich zum Beispiel und ich sag da dann was drauf, nämlich zum Beispiel Red Pill XY und so, und dann sagt sie, ja, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, und dann sage ich, ja Moment, wenn wir das jetzt umdrehen wiederum, kann ich sagen, du hast mich doch gerade denunziert, du hast mich ja gerade quasi beleidigt. Und Feminismus spricht dann vom Täter-Opfer-Ausgleich, Täter-Opfer-Umkehr auf meiner Seite. Ja, yeah, weil sie halt dich wieder als Superior-Geschlecht ansehen in dieser Paralogik. Ja, entweder das oder dass man halt eben, wie hat das letztens auch mir eine, das war auch wieder besagte Dame, Dreier-Dame da, die dann da gemeint hat, ja,
Weil ich dann auch gesagt habe, ja, ich habe dann ihre Geschichte erzählt, weil ihr dann auch so ein bisschen das Argumentieren halt natürlich wieder angefangen habe, habe dann halt gesagt so, ja, du, ich finde das ein bisschen gefährlich, was da gerade geht bei dieser Personengruppe der Besagten und so weiter und so fort. Und dann hat sie auch gesagt, aber das ist ja Täter-Opfer-Umkehr, dass du das negativ moralisierst. Da sage ich, du, ich bin da teilweise richtig hart beleidigt worden von Leuten aus dieser Kiste und auch von Menschen aus deinem Umfeld. Jetzt können wir uns am Ende drüber streiten, von welcher Seite jetzt die Täter-Opfer-Umkehr kam. Aber das ist wieder der Witz. Das ist von vornherein bereits eine Antwort und keine Frage mehr für die Leute. Ja. Und das ist halt dann noch hier abschließend, ja, Antifeminismus ist auch Frauenfeindlichkeit. Genau. Also Kritik. Kritik an der feministischen Theorie. Kritik an Feminismus ist ja oftmals Antifeminismus. Ja. Also frauenfeindlich, also menschenfeindlich, also moralisch eigentlich schon wie Mord. Genau, und dann Verächtlichmachung von Frauen, in Klammern Sexismus oder sprachgeschichtliche Bedeutungsverschlechterung von Frauen. Also nur Magd, Weib, Dirne, Mädel, Frauenzimmer, Verachtung von Frauen. Und das ist ja das Ding, ne? Was wir jetzt gerade ausführlich beleuchtet haben. Was ist jetzt Sexismus? Wenn du sagst, Geschlechtsunterschiede in der sexuellen Selektion, das ist Sexismus? Frauenhasser? Weißt du, das wird so verwässert, typisch für die Postmodernisten, und dann als moralischer Totschlagtopf gegen dich verwendet. Die verwenden gar keine Logik mehr. Und deswegen muss man sich in der postmodernen Gesellschaft viel mehr stark machen und sich nicht mehr von diesen Kampfbegriffen verängstigen lassen. Weil sonst kommst du da in Teufelsküche. Ja, da darf man auch nicht zurückschrecken dann. Also man sagen, okay, ja gut, dann... Ja, nee, da muss man so einen ganz klaren Standpunkt halten. Und dagegen Welle machen. Richtig. Mit Argumenten und kühler Logik. Anderen Leuten, genauso wie auch, das ist ja oft der Frauenmove. Schaut's mal, Frauenhasser, andere Leute mit herziehen und so. Das kann man dann natürlich als in Reverse auch gerne als Mann machen, indem man verschiedene Leuten, die da zugänglich sind für sowas, auch wieder immer wieder sagen, schaut's mal, was mir letztens passiert Arbeit. Ist. Ja, Aufklärungsarbeit. Genau. Schaut's mal, genau, ein bisschen mit Leute, die da hellhörig sind für sowas, dann zumindest einfach auch sagen, Leute, schaut's mal, ich habe wieder ein Beispiel, das und das ist gerade passiert. Schaut's mal die Logik dahinter an, analysiert's das mal. Genau. Und dann können andere sagen, wow, krass, hast recht, das war echt mal wieder so ein Move. Genau. Ja. Und vor allem öffnet diese aktuelle Dynamik in der Soziologie ja den Cluster B, Narzisstinnen, Borderliner-Frauen, Tür und Tor, weil die können damit ja die krasseste Gaslighting-Politik gegen Männer fahren. Eben, weil sie das Instrument dafür knallhart in die Hand bekommen, das ist geschützt, das ist patentiert, so nach dem Motto. Und damit kannst du unter dem Banner des Feminismus, kannst du als Frau 2021 eigentlich relativ alles tun. Ja, ja, voll. Also vor allem in puncto Rufmord und so weiter und so fort. Ja, ja, unter anderem. Und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwann gipfelt. Ja, wenn man eben schon dann Bücher schreiben kann der Form, ich hasse Männer. Das sei ja mal dahingestellt, ne? Aber auf der anderen Seite, wie wir vorher gesagt haben, kann das nicht passieren. Und deswegen... man kann sich dann nur fragen, das ist ja nach oben hin, oder aus unserer Sicht vielleicht nach unten hin, ist das ja offen. Mhm. Ja, man kann ja dann im Endeffekt, wenn man sagen kann, ich hasse Männer, kann man vielleicht Männern dann auch Gewalt antun. Das ist ja das, was auch teilweise passiert. Ja, die Entmenschlichung ist ja immer das, was zuerst stattfindet. Das ist ja das, was wir auch immer haben mit dieser, dass die Gewalt gegen Männer, also häusliche Gewalt ist ja also Dunkelziffer, wie viel der Männer tatsächlich eigentlich körperliche Gewalt zufügen. Genau, die halten ja immer die Klappe dummerweise. Ja, ja. Ja klar, und werden ja auch belacht, wenn sie dann sagen. Ja, natürlich, natürlich. Yeah. Wehren dürfen sie sich nicht, weil sobald du zurückhausch oder sowas, ist es halt sofort, boah, Frauen schlägt man nicht und sofort auch aus dem Feminismus-Ding natürlich noch krasser übersteigert das Ganze. Das ist halt ein Affront. Hat man auch gerade gesehen in dieser Pyramide, da in dieser Wikipedia-Ding da, also nicht Wikipedia, aber diese Seite gerade, dass ganz oben eben Femizid steht als höchste Form des Frauenhasses oder der Frauendiskriminierung in dem Sinne, ne? Also der Misogynie, Femizid ist dann in der Pyramide die Spitze. Ja. Man sieht auch schon das Wording, wenn Männer umgebracht werden, ist es Mord. Und wenn Frauen umgebracht werden, das muss nochmal eine moralische Übersteigerung haben zum Mordbegriff. Ja. Das ist Femizid. Ne? Man sieht auch die Nähe zu dem Begriff Genozid, also immer so eine ganze, na, also das ist quasi, wenn eine Frau umgebracht wird, dann ist das noch heftiger als Mord. Ja, schon. Also das ist halt auch die Krux. Man muss es auf der einen Seite total verurteilen, dass Mord und Totschlag passiert. Aber auf der anderen Seite muss man immer die Intentionalität mit einbeziehen, weil du kannst ja nicht, so wie die oftmals hergehen, okay, hier ist eine Frau verstorben durch Ex-Partner, automatisch, der hat Frauen gehasst, ableiten.
Es kann ja so viele Intentionalitäten haben dahinter. Ja. Eifersuchtsmord ist ja nicht automatisch mit Frauenhass gleichzustellen. Mhm. Und das sind halt auch krasse Aspekte dabei. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zum Ende und haben hoffentlich für euch Sexismus und Frauenhass klar definiert und vom postmodernen Besudelungen befreit. Ja, klar definiert haben wir es jetzt nicht. Aber näher gebracht. Wir können da auf jeden Fall, wir können ja mal noch ein paar zwei machen, wo man diese ganzen Hassbegriffe oder auch. Ich glaube, nächste Mal, die Leute wollen mehr Praxis hören, weil sonst rutscht du zu oft in die mentale Masturbation ab. Das ist schon klar, aber in diesen gesellschaftlichen Diskurskisten ist ja das gerade eins der elementaren Probleme, ne? Dass keiner mehr über dieses, was ist überhaupt, ab wann ist was Hass. Ja. Das ist ja, weil, wenn man das nicht reflektiert, dann kann man eben in dem Fall, in dem Gynozentrismus momentan hergehen und sagen, ja, das ist Hass. Punkt. Ja, schon. Ja. Aber ich meine, wir haben es konkretisiert zumindest. Ja, und wir haben es auf jeden Fall reflektiert. Das alles klar. Und damit würde ich sagen, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Viert's euch.